Hallo, das ist der Marius. Hi, das ist der Ben. Und herzlich willkommen zum neuen Zinsen Stuff. Neu, weil es gibt ein paar alte Folgen, die schon draußen sind. Schwerpunkt war da, bei befreundeten Musikern ins Studio zu gehen und deren Workflow mal anzugucken. Und das werden wir weiterhin auch machen. Neu ist jetzt, dass, wie gesagt, Marius im Team ist. Hinter der Kamera ist er Rafa. Und wir wollen zusätzlich noch die Themen ein bisschen ausweiten auf News, also alles rund um elektronische Musik, was uns so vor die Flinte kommt und uns interessant erscheint, werden wir hier euch vortragen. Und ja, dann alles, was noch so an Workshops oder Events, zum Beispiel Messen oder ähnliches ansteht, werden wir alles in Augenmerk nehmen. Und vielleicht haben wir auch noch einen oder anderen Tipp für euch. Genau. Falls ihr hier neu seid auf dem Kanal, gerne abonnieren, damit ihr neue Videos nicht verpasst. Ich bin Ben Bloodygrave. Ich komme eher so aus der Punk-Ecke, früher so in klassischen Rock-Punk-Bands gespielt. Habe dann so 2008 meinen ersten Synthesizer gekauft. Und das war ja wegen hier so Wave- und Minimal-Synth-Mucke. Irgendwie dachte ich, komm, das willst du auch mal ausprobieren. Und hab dann halt angefangen rum zu experimentieren, hatte gar keine Ahnung, was ich mache. Und hab dann halt immer mehr Leute kennengelernt und die immer ausgequetscht. Und da ist dann auch die Idee entstanden, so, naja, hey, lass doch einfach mal die Kamera draufhalten und das mal ein bisschen aufnehmen, was da die Leute so dir so erzählen. Und ja, ich mache heute so Synthpunk, IBM-Einschlag, ein bisschen, ja, so viel zu mir. Marius? Ja, also ich bin Marius, aka Bass Infected, mache jetzt so seit 5 Jahren circa elektronische Musik, habe auch über Grindcore, Metal, Death Metal Zeug angefangen erstmal, bin dann immer mehr in die elektronische Musik abgerutscht, arbeite viel digital mit Ableton, aber auch modular, analoge Synthesizer. Und mache jetzt mittlerweile ziemlich viel Drum, Bass, Jungle, aber auch experimentell alles Mögliche eigentlich so. Ah ja. Also der Channel soll jetzt nicht zu unserer Selbstpromotion dienen, aber wir werden, also weil gerade auch schon die Fragen kamen, werden wir auch mal bei Zeiten mal unser Setup mal genauer beleuchten, den es interessiert so. Ansonsten wird es heute in dem Video hier drum gehen, natürlich wieder ins Studio reinzuschauen bei Jack von Soft Riot. Den hatte ich besucht in Glasgow. Da werden wir mal reingucken, wie sein Studio aussieht. I'm JJD from Soft Riot. I'm originally from Canada, very small town in Canada. Then I lived in Vancouver till about 10 years ago. Then I moved to the UK. And I've been here in Glasgow for about 10 months. And this is a temporary studio I share with my partner, M.M. Lyle from Marcel Wave. So as you can see, it's all very vertical. It's going up to make best use of the space. So let me ask you, how you got into making electronic music? What was your influences? Oh, goodness. Well, actually, I started doing electronic music when I was like really young, like in the late 80s when I was a child. And my mom got me she got the whole family this like Tandy computer. And I had this little program called Music and Sound. Uh-huh. And it was like really basic. You just put in these like notes in the staff and you only had 4 voices. I think it was like piano, clarinet, violin, and trumpet. So actually, the first music I actually wrote was on computers. But like way long time ago. But shortly after that, as I became a teenager, I started playing like punk and hardcore bands, and I didn't really touch electronic music instruments until like I was in my early 20s. And then I started playing in this like new wave post-punk band, and that's when I started, you know, we had a synth player, and I was like, oh, that's kind of interesting, and blah, blah, mm-hmm. blah. And then I started playing in more of a synth punk band, and the guy I was working with, he had tons of synths, and I didn't really know how to use them. But he had the technical expertise, and I'd be like, oh, I want something that goes like this. And so from that
experience, I started getting into myself. And then with Soft Riot, this is like the first project I've done that's entirely electronic. And I started writing it like over 10 years ago, but I've actually only started doing it seriously like back in 2011. So as over the last 5 or 6 years, you know, I've been trying new things, and this is what my setup is now for recording. So, yeah. Well, as I said, when I like started, I was like playing punk and hardcore, but then I started getting a lot of like synth and post-punk. And over the years, I find out more and more music, like everything from film soundtracks to Italo to like minimal synth. I watch a lot of films, so I kind of get influenced by films and like the atmosphere of you know, like really visual films with like good soundtracks. So I think now my influence is so many different things. It's kind of, it's my own personality and how I interpret like the different types of music I'm into. Like, I don't really have a particular influence of any band or anything at this moment. I see a lot of my friends playing awesome bands, and it's kind of awesome to see people that are peers playing good stuff. And I think that influences me as well. Like, you know, being involved in a community. And I think that helps a lot with coming up with new ideas. So, yeah. Basically, this setup you see here is my recording setup. It's different than what I play live. When I first started playing live, I would use this JX3P and the CS15 live, and they're quite fun to play live because you got a lot of, especially CS15, you've got a lot of manual control of the sound, but the problem is they're so heavy. It's fine if you're touring in a car or a vehicle, but when you start like flying places and taking stuff on trains, like these two are just like, this is like 10 kilograms or something. Yeah. It's just way too heavy. And this one just doesn't like touring. it's like got bashed, like this sequencer rate slider is fucked. a lot of my synths right now have some technical, issues, but they're still usable. For instance, this Micron here, I came back from Italy, and the main encoder knob is broken off. So that's the second time it's broken off, so I'm gonna have to get it fixed. But I'm trying to think of the difference. This is my Tetra controller here. This is good for pads. I find the keyboard on this is a lot more responsive than the Tetra. I think that is, it's only four voices. Sometimes you can't really do as many fast sort of passages. So, but one of the main features I like about this is this little LFO trigger. I know it seems like such a minor detail, but it's good if you're kind of playing like tiny little leads, so you can add a little bit of a sort of expression to it, I guess. You can do stuff like, stuff like that. It kind of adds a bing. So you can kind of program that, and it's kind of nice to press down. You don't have to like keep hitting a modulation wheel to do it. You can just kind of chuck it in there when you need it. So is it, was it Aftertouch or no? It's just like this LFO trigger. This is like a very early Roland, so it doesn't have any of that kind of stuff. Even the I think it's like the one of the first synths Roland did with MIDI, so it's very okay. It's very crude for MIDI. Like it, yeah, you can like send notes into it, but that's about it really. So, but you know, it's fun. I like doing stuff with it. Well, usually when I play live, like I do have a laptop that I take on tour.
Mainly because I'm a graphic designer and I do work, so sometimes I'm on a tour after work, so I need one machine that does everything. But basically, well, it some stuff I record, like the drums and some bass lines, but a lot of the laptop is to send out tons of MIDI, like, because I'll play the synths, and sometimes the MIDI will play the synth, and I modulate it live. Or another thing I do is there's a feature on both the Korg and the CS15 where you can feed an audio signal into it. So it'll be like a rhythm, like you can play the notes in that rhythm. So I do a lot of this sort of stuff. Yeah, hang on. I'll just crack something open here. Let's see. Yeah, I use Ableton. I've been using it for like 12 years. Before that, I was using Cubase and Logic. Okay. I find that using Ableton, it's a lot more intuitive for me to write. Because as I said, when I first started doing music, I was using computers. So for me, it's like, to me, like using computers is mega old school for me, because I've been using them for like the late 80s since I was a kid. So for me, it's kind of as old for me as like playing guitar or something. So I don't really have this, oh, computers, new technology, how do you use this? But for me, it's just like, I know how to use like the piano roll and how to send stuff out. Like for me, it's just like old knowledge. But obviously the technology is a lot better. What I'm gonna do. But do you use any VST plugins? I use some VST plugins, like obviously like basic stuff like compression and like limiting. But a lot of my effects come from these two guys here, like all the delay and reverb. Like I have like a really old Electro-Harmonix Deluxe Memory Man and a Holier Grail. So you can do like a lot of my stuff when I'm playing, I'll like, if I transition into new parts, I'll kind of feed it back quite heavily. So you can do stuff like. I'm trying to give you a better example here. Like. Like stuff like that. So it kind of adds this suspense to the music. And it kind of adds, I think it adds like this sort of weird organic psychedelic sort of. So it's not so like, it adds a bit of atmosphere, like makes it less clinical sounding. I don't know. This is just my special thing I do. You can also get some really tighter sounds on this thing. Like I usually do a lot of like short sort of gated type sounds. I'm trying to give. Kind of adds a bit of harmonics. Also, this Memory Man also has like a chorus effect on it. And it's funny when some people will listen to my music and it's been on radio shows and be like, oh, there's a very woozy sort of chorusy effect, and a lot of it comes off this. Right. I'm trying to give you an example, maybe, but. So you get like. It's like falling down a hole, an icy hole. So yeah, but I also have this, under here I have this Alesis MIDI Verb 4 that I use sometimes. I got it for really cheap because the lighting doesn't turn on. You could see it in the day, but if you're working at night and you need to kind of flash a light on it. But I use that. Yeah, and that's obviously some built-in plugins because I'm not totally an analog purist. I think if something sounds good, and the end result sounds good, that's the most important thing for me. Obviously, there is an advantage for using hands-on stuff because you're not fussing around with menus. You're just kind of getting on with it. Like these, obviously, the MS-20 and CS-15 are good for like weird analog sounds like.
This one's good for like doing, I use this one for a lot of percussion actually. If I'm writing drums, I'll like do a track underneath of like fake snare drums, like. Or you can get some kind of, do some weird phasey hi-hat type sounds. I'm trying to see if you kind of crack this down, you can. Doing that all with my one finger, by the way. So I kind of do a lot of that stuff where I'm like feeding an audio in, triggering it, and kind of like modulating it as I'm recording it. So, but this is a, this one's also got really cool stuff. Like you can if you kind of you get like weird sort of like. Sort of special effect type sounds on this thing. Especially if you add a bit of a. So I'll do a lot of like weird, like, kind of like low bass notes. It sounds like an airship landing or landing on Mars. We have arrived on the planet. Exactly. Yeah, nice. So you. You don't use any digital on the computer, like no effects. You use all of your gear to record only compression and some stuff. Yeah, like I use some reverb. Sometimes if I'm feeling a bit experimental, I'll find some weird like amp modeling thing. Okay, but no VST synths? Or VST no, I sometimes use for bass lines, if I want to get really super precise on how the notes are going, I have like... an Oberheim and an ARP 2600 Arturia bass synth. Those are the two I mainly use. Mm-hmm. So sometimes if I'm looking for a specific kind of bass synth sound, I will use a plugin because I want to get like super nerdy with how like each note fades in and out. But most of the time if I'm doing bass lines, I usually use the Tetra here or the Mofo because they kind of got nice low end. This one I can use for bass lines sometimes, but it behaves differently. I don't really find it as good of a bass synth like the CS-15. I know some people use it and have managed to get good sounds out of it. If I'm going to use a bass synth between any of these two, I'll probably use the Korg MS-20 because you can start like whacking out the resonance peak filters. You know, like sometimes I'll use the JXDP. For bass synths, but I usually use it for like arpeggiations that are higher or sort of just like brassy, so like kind of like synthy kind of sounds. Like, that's a bad example. I use it for just like. Like weird little fun little synth bits like that, but yeah, like as I said, I've been using computers for a long time, so I know when I want to insert a VST or like a VST synth. But I'd say it's probably like VST synths are probably like maybe like 20% of what I do. It depends on the song. Sometimes if I'm traveling, like I wrote a song on the upcoming record that's mostly VST synths because I was writing it with. Outside of my studio, and I had the song stuck in my head, and I just wanted to write it out. But most times, I'll just have the song. I'll come in here and start trying to figure out the sounds that work for it. So, yeah. All right. I usually just use like VST kits and stuff for drums. I have such a weird, all the drum sounds are kind of in my head, and I find that each drum machine has a very specific sound. Like, you know, you get a DR-55, even the Electribe has, and that's like not an analog, that's like a newer virtual drum machine. They all have a very specific sound, and I'm usually doing stuff like
picking little bits from different drum machines, and then I get more complex because I start layering it all with like the synths underneath. So I might have a snare that's like a Lin drum and like a Lin snare, and then this underneath it, or like some synth underneath it. Like my drum production, I have more of a producer style drum production. I just don't like writing a rhythm and letting it rip, and that's the drum machine. Some people, it works for them. Like, everybody's a different style, but that's just the way I write, so, yeah. Best and worst gig. I think the worst ones, I think... I don't have one that was absolutely terrible. I mean, I've had some shows where I've played and no one's been there and you're just like, what the fuck? Why am I even here? I think that usually the worst ones involve massive amounts of stress. Like, I remember I played a squat in Paris once and it was like run off generator power. And then this is when I was still touring with this and this guy. It was like about 4 years ago. And then when I did sound check, you know how it works. Everything's fine in sound check. And then when you start playing, this thing, it just went mental. Like, this thing started changing patches every 2 seconds, and none of my effects worked. And it was just like, it was kind of like being on a spaceship that was going to crash. And you're just like, it's like, I think my favorite shows are the ones where you kind of are the ones you don't expect anything. You're just like, you have no anticipation of how it's going to work. And then you show up, and like, people are having lots of fun. Trying to think, I don't really have a particular memorable show. I remember I was touring around with Nui Kobat for a while, and that was kind of fun. Recently, I played in Canada, like back in November where I'm from. I played 3 shows, and those were actually quite fun. It was kind of fun to play music for my old friends I haven't seen in a long time, and everybody's dancing and good atmosphere. So for me, that was good. I also played Calabalic last summer, and that was a really good show. I was like mega nervous, but I think I just kind of like that energy got mega compressed, and when I played it, I almost died, I think. It was like sweating. It was like hot Swedish summer, so yeah, there's lots of memorable shows, but I think for me the ones that are bad are when there's just so much technical stuff that I can't do anything. I just have to like keep going with the technical problems. So that's how it works. Yeah. Well, I mean, for the last few recordings live, I've just been milking the sounds from these synths. Like, for me, they're all very different. This Alesis, I'll probably retire from playing live. It's got cool FM sounds, but as I said, this fucking knob keeps breaking off. So it's, you know, like I just can't, coming back from tour and having to like get someone to put it back in. It's a pretty delicate job. I was looking about doing it myself, but I just didn't have the nerves to do it. I don't know. From now, I think we're still kind of adapting to how we want to live here. So I think once we're more settled, I might consider something. But if anything, I'm going to want stuff that doesn't take up a lot of space. Like recently, I have this old, massive Akai 2600 sampler. Mm-hmm. But, you know, it takes like an hour to make a meh sound. And you're like going through these little menus, and it weighs like 20 kilograms. So it'd be nice to do more stuff, like get like a smaller, more compact, newer sampler. Because I kind of like bit crushing samples down, you know, like, so like those old N-Sonic or like, you know, Mirage type samplers. But I like the sound of those, but getting the actual old instruments is like buying like a giant 70s car and trying to drive around with it. I also do music. I also like writing stuff that's a bit more ambient and soundtracky. So I kind of wouldn't mind trying something like more like a wavetable synth, like a Blofeld or something, mm-hmm. where you get more progressive, weird kind of sounds. Because also all my stuff right now is sort of subtractive analog synthesis based, except, you know, the Alesis has a bit of FM. And obviously each one has different quirks, like the Tetra and the Mofo, you can really overdrive the filters and get some complex LFO stuff going on. I think before I get new synths, though, there's
a number of things I could really get into, like trying to use like the combo settings on the Tetra where you can kind of do like almost like drum patterns. I just haven't really had the time or like an idea to really try these new things. I mean, and then obviously the MS-20, you can patch up some interesting stuff, but yeah. I have a couple of patches I've made for some songs, but I haven't really totally gotten into it. So maybe I'll kind of experiment with these a bit more and then see how if I feel like I'm missing anything. But I think for now I've got quite a lot of tools. If they want to hear more Soft Riot, they can go to softriot.com. There's a link to my Bandcamp from there. Also I'm on SoundCloud, soundcloud.com/softriot. And I've also got like a lot of video stuff I've done on YouTube, on my YouTube channel. So I think these are the three best places people could find the music that I do. So, all right, we put the link to that. Yeah. Thank you, Jack. All right, thank you. Thanks for sticking around, and have a good day. Bye. Und dann waren wir bei der Superboost, genau. Da werden wir uns mal ein bisschen so, waren nur hier mit Smartphone Kamera mal ein bisschen so, aber einfach, wenn es euch interessiert, was da so gab, werden wir euch mal zeigen, was wir so gesehen haben und so ein bisschen unseren Senf, unsere Meinung dazu ablassen. Denn du erzählst noch über deinen Workshop. Genau. Das können wir eigentlich auch gleich machen, ja. Ja, dazu kann ich mal anfangen. Also der wurde gestartet mit dem Namen Mutable March. Da wurde ein Projekt ins Leben gerufen. Mutable Instruments ist eine Firma, die ihre Projekte alle Open Hardware auslegt. Also man kann sich da alles selber besorgen und alle Einzelteile und Firmware, alles von denen direkt beziehen und dann sich die Teile auch selber bauen. Sind eben aber SMD, das heißt Surface Mounted Boards, also das sind Elektroteile, die winzig, winzig klein sind, zum Teil nur ein Millimeter oder so groß und ziemlich schwierig zu löten. Und ja, aber ich habe auch mit den Leuten gesprochen, das war auch so ihr Resümee, dass sie SMD-Teile auf jeden Fall nicht mehr anbieten werden, weil da keiner so wirklich glücklich draus wird, wenn man da nicht wirklich Erfahrung mitbringt. Es ist echt hart, da so ein SMD-Projekt wirklich erfolgreich zu beenden. Die haben jetzt schon den zweiten Nachworkshop sozusagen gemacht, weil es immer noch Leute gibt, so wie mich auch, der es einfach noch nicht geschafft hat, es zu beenden. Aber ich muss auch sagen, dass sie zum Teil diesmal nicht so gut organisiert waren. Also wo ich das erste Mal da war, waren genügend Lötkolben vorhanden und auch wirklich Arbeitsmaterialien ohne Ende. Mhm. Und das letzte Mal, wo ich dann gekommen bin, habe ich gerade noch so einen Lötkolben irgendwie abbekommen, der dann aber auch viel zu heiß wurde und man die Temperatur nicht einstellen konnte. Mhm. Und deshalb habe ich mir dann auch gleich das Board zerhauen und musste mir dann erstmal ein neues Board bestellen aus England. Habe jetzt aber auch eins, was qualitativ besser ist und habe dann zu Hause schon mal weitergearbeitet. Aber ja, jetzt warte ich immer noch darauf, dass man die Firmware mit mir da drauf spielt, weil die kann ich halt eben auch noch nicht alleine machen. Hm. Aber ja, also es war schon nett gemeint, sage ich mal, aber ich denke mal, sie haben auch daraus gelernt, dass sie lieber wieder, ich sag mal, bei normalen radialen Teilen, die man durch Löcher steckt und so weiter, normale Widerstände und so Zeug, damit kommt man auf jeden Fall besser zurecht, auch als Anfänger, und ist auch überschaubarer, und ich denke mal, die werden damit dann weitermachen, Workshops. Alles klar. Ja. Wir können ja mal unten noch einen Link reinposten, genau. Was das ist, wer das interessiert, mhm. Was da oder wo das war. Wir werden auch in Zukunft weiterhin auf Events und Workshops hinweisen, wie gesagt, und am besten dazu auf unsere Facebook-Seite schauen. Link ist auch unten in der Beschreibung. Da werden wir immer wieder Sachen posten, was gerade so abgeht. Also jetzt nicht nur in Berlin, sondern halt auch, was uns halt vor die Flinte kommt, mhm. Und was interessant erscheint natürlich. Denn haben wir noch einen kleinen Tipp. Das wollen wir auch noch ab und zu machen, so dass wir einfach, wenn uns gerade irgendwie eine Idee kommt oder wir was sehen, wo wir sagen, hey, das ist doch eine nette Idee für Leute, die ein Studio haben. Und zwar hatte ich mir vor einer Weile mal MIDI-Kabel gekauft,
was keine MIDI-Kabel sind, sondern für alte 5-Pol-Tastaturen und Mäuse. Kabel, die kriegt man auf Amazon für 7,69 €. Also Link zu Amazon kann ich unten auch mal in die Beschreibung reinmachen. Das ist ein 5er-Pack von diesen MIDI-Kabel. Und eigentlich hatte ich nur eine Verlängerung gesucht, weil ich dann manche Geräte habe, an denen ich hinten schlecht rankomme. Und wollte einfach nur ein Kabel haben, wo ich das hinten einstecke, hier mir drauf schreibe, von wo das ist oder wohin das geht. Und dann quasi meine anderen MIDI-Kabel dann mit verbinden kann. Mhm. Hatte ich die eben gefunden und funktionieren einwandfrei. Sind günstiger als so manche andere MIDI-Kabel. Mhm. Und da dachte ich irgendwie, das ist vielleicht mal eine nette Idee, was man den Leuten so hier mal erzählen kann. Ja, das war's auch schon. Okay. Und zu guter Letzt wurden wir auch noch gefragt, irgendwie mal so hier, wer speziell für Einsteiger, Neulinge was machen. Ja, wir hatten jetzt überlegt, was wir machen so. Meine erste Idee war gewesen, dass wir vielleicht einfach auf unserem YouTube-Channel eine Playlist erstellen mit so Grundlagen. Was ist denn überhaupt Synthese? Ich würde jetzt nicht irgendwie alles mir selber nochmal neu aus den Fingern lutschen. So. Irgendwie, wir kennen ja die ganzen Channels und Magazine und so weiter, ja, wo man da irgendwie sich schlau machen kann. Also da würde ich dann einfach vielleicht mal eine Playlist zusammenstellen. Vielleicht machen wir auch nochmal extra ein Intro-Video zu der Playlist und erklären nochmal ein bisschen alles dazu, aber das machen wir demnächst, dass wir da einfach noch ein bisschen was zusammenstellen für Leute, die sagen halt, hey, was ist denn eigentlich, oder kannst du mir erklären, es war auch schon, ist mir schon vorgekommen, dass sich jemand ein Mikrocore gekauft hatte und meinte so, hey, wie funktioniert das? So, und dann dachte ich, naja, gut, das kann man jetzt nicht irgendwie in zwei Sätzen mal so schnell irgendwie, wenn jemand nicht mal weiß, was irgendwie Wellenformen sind, ja, oder so, und ja, wenn da schon die Grundlagen fehlen, ich glaube, da das bauen wir vielleicht mal sinnvoll auf, irgendwie für die Leute, die jetzt gerade aktuell gefragt haben. Okay, also vielleicht nochmal ganz kurz. Wir waren am Samstag hier in Berlin auf dem FEZ bei der Superboost. Die Superboost ist eine Ausstellung für elektronische Gerätschaften, Synthesizer, modulare Geräte, Musikinstrumente, Effekte, mhm, alles Mögliche. Initiiert von Schneiders Laden, Schneiders Büro. Ja, genau, Schneiders Büro. Was ein Geschäft ist für hauptsächlich analoge Synthesizer. Genau. Die richten das jetzt gerade, haben das jetzt zum zweiten Mal ausgerichtet. Und wir waren beide da, haben uns so ein bisschen umgeschaut. Und ich habe jetzt einfach nur mit dem Smartphone ein bisschen so drauf gehalten. Und wir spielen die Clips jetzt einfach nacheinander ab, ja, und erzählen so ein bisschen was dazu. Und genau. Los geht's. Hier Bastelinstruments. Super cool, hab die Jungs dann auch später getroffen auf einem Workshop. Mhm. Was mir gefallen hat, sind die neuen Panels, die sie haben, da sie ja bekannt für ihre Holzpanels sind, aber jetzt auch erstmals Metallpanels anbieten. Und ja, einfach super innovativ einfach sind durch dieses ganze, diese Motoren, die sie jetzt ansteuern, mit denen man dann analoge, also wirklich eine Glocke oder ein Drumstick dazu bringen kann, jetzt eine Snare zu schlagen oder so, ja, und das mit seinem Modular anzutriggern. Ich muss sagen, mir gefallen diese Ideen einfach, die die Jungs haben. So, es ist zwar nicht immer qualitativ das Beste, aber auf jeden Fall immer ein Blick wert, sag, ja, ich mal. So, man war kann immer spannend, auf jeden Fall mal reinschauen, was die so bringen. Ich glaube, das ist jetzt gerade, glaube ich, noch unten, da sind wir erstmal im Foyer. Genau. Später kommt das dann, glaube ich, mit diesem, da kommt dann nochmal ein Video mit den, werden wir dann gleich nochmal sagen, ne? Was ist denn also hier? Das ist diese Pop-Analog-Geschichte. Ah ja. Hier ist Synthonovo, genau. Auf den ersten Blick sah es aus wie so ein Arp, irgendwie so ein Verschnitt. Ja. Ich habe es erst dann später mitgeschnitten, was an dem so besonders ist. Das ist eine alte Synthesizer-Marke wohl, die es schon länger nicht mehr gibt. Und man sieht da, dass du wieder drauf rumdrückst gerade. Aber wir haben beide nicht gemerkt, dass die Klaviatur wohl völlig besonders ist, dass die nicht nur so ein Aftertouch hat, das kennt man ja irgendwie so, wenn man, mhm, hier die Tasten durchdrückt, sondern dass man quasi wie bei einem C-Board oder so quasi auch noch auf den Tasten so, oh, dass die irgendwie die Beschichtung haben oder so, ne? Okay. Und du kannst die Tasten, auch wenn du die runtergedrückt hast, kannst du dann wackeln und hast dann quasi wie, ja, so ein Mod-Wheel, so ein, ja, bisschen so ein Tremolo quasi. Und halt so ein, okay, 3D irgendwie was. Und die wollen das, wow, wohl die Klaviatur auch
demnächst nochmal einzeln rausbringen, habe ich jetzt nochmal gehört auf einem anderen Channel. Und ja, mal gucken. Also haben wir an dem Stand selber gar nicht gemerkt, ne? Nee, aber ich fand es wird doch echt komisch, weil ich habe so viele Knöpfe gedreht und alles hat sich gleich angehört. Da war ich dann irgendwie ganz schnell einfach weg davon. Aber das war nicht, das sind so die Sachen, wo auf die ich scharf war, so irgendwelche Marken oder Gerätschaften, von denen du noch nie was vorher gehört hast. So. Ja, klar. Und das war einer davon auf jeden Fall. Aua, das Monster Case. Das sind ja diese Cases, genau. Ja. Das war ganz nett. Irgend so eine Spezialanfertigung war das. Genau. Vierte Video. Error Instruments. Ja, stimmt. Error Instruments waren auch da. Die sind, ich sag mal, auch irgendwie innovativ. Für mich meines Erachtens nicht so interessant, weil die viel Circuit Bending und so Drone-Geschichten, sage ich mal, machen. Viel Lo-Fi-Zeug. Aber ja, diese Spikes waren echt witzig, weil man da eben ein Modul hat, das ein Synthesizer, mit dem man Kontakte mit seiner Hand erstellt und dadurch dann neue Sounds dann kreieren kann. Diese Spikes anzufassen und je nachdem, welche Spikes man von denen anfasst oder ja, welche Kombination, gibt dann wieder einen anderen Sound. Naja, cool. An sich ganz witzig, aber wäre jetzt nichts, was ich mir wirklich holen wollte. So ist, glaube ich, kein Instrument, wo man wirklich sagen kann, damit mache ich jetzt sinnvolle Musik. Das ist für mich eher so ein Spielzeug. Na. Gehen wir zum nächsten Video. Ah, das war diese Beatbox, das war dieser ältere Herr, der so freundlich zu uns war. Ja. Hier mit diesen digitalen. War echt interessant, wobei ich jetzt aber auch schon in Foren gesehen habe, dass das Ding so ein bisschen auseinandergenommen wurde, so dass viele Leute davon nicht so überzeugt sind. Wobei ich sagen muss, von der Idee her gar nicht so blöd, dass man drei verschiedene Module hat, die aber irgendwie alle digital sind und deshalb man die Software jeweils überspielen kann. Also man kauft sich ein Modul und hat sozusagen die Wahl, welches von diesen drei möchte ich gerade benutzen. Und ja, war schon sehr vielseitig auch so. Gerade dieses Effekt-Ding, Effekt-Channel, war schön. Aber ja. War sie jedenfalls nicht müde, um uns alles irgendwie ausführlich zu erklären, ne? Nee. Touch Keys. Was war das? Das war letztendlich auch nur ein Controller. Wie so ein Ribbon-Controller, wo man quasi auch dann quasi hier mit den Fingern sliden konnte, um dann irgendwie halt hier einen Pitch-Tonhöhe zu beeinflussen. Oh, das ist schräg. Muss man mal drehen. Erika Synths war das. Genau, Erika auch richtig geil. War natürlich immer viel zu viel los, dass man da wirklich an diesen Polyvox-Imitaten dran rumspielen konnte. Aber ja, ich bin happy mit den Modulen. Muss sagen. Du hast welche davon, ja? Ich habe ein, zwei Stück, ja. Und muss sagen, ich habe die auch immer wieder im Auge. Sehen echt schön aus. Und überlege mir auch noch, von denen ein paar mehr zu holen. Ich mag gerade diese Picos, die sind echt praktisch. Das sieht man hier in diesem kleinen Case. Das sind ganz viele von diesen Picos, die haben gerade mal 3 HP oder so, das ist ein winzig kleines Modul, was aber dann schon recht viel Power hat. Die haben dann ganz viele verschiedene Ausführungen. HP heißt die Breite der Module. HP ist die Breite der Module, genau. Okay. Und da gibt es dann ganz viele verschiedene, da gibt es einer nur zum Sequenzen, also einer, der nur Triggersignale lossendet, einen DSP, der hat dann Effekte, aber dann auch bis zu 8 verschiedenen, von Rework bis granularem Delay und so Zeugs und Drums gibt es dann auch, wo man dann auch mit einer Karte seine eigenen Samples draufladen kann und die dann durchtriggern. Ich habe jetzt zum Beispiel auch noch das Output zu Hause, damit habe ich dann einfach nur ein 2 Mono oder halt ein Links-Rechts-Signal, was zu einem Stereo-Signal zusammengemischt wird. Industrial Music Electronic, verdammt, die haben diese geilen Sticker. Das sind Kills Fascists und so. Ah, das war ja. Guck mal, auf dem Tisch ist da noch so ein Stapel mit ganz vielen Flyern und Stickern und Buttons und so weiter. Meine Mitbewohnerin musste auch ziemlich lachen, als sie gesehen hat, wo ich alles in meinem Zimmer verteilt habe. Das war wohl dieser Sticker hier von denen, genau. Genau. Ziemlich cool.
Also wir hatten ja auch echt versucht, unser Eintrittsgeld irgendwie mit Badkisten-Stickern und Taschen und T-Shirts auch wieder rauszuholen. Aber mir hat es sich rentiert. Ich habe 10 Patchkabel mitgenommen. Ich habe auch meine Patchkabel die auch gleich gegeben, so 10 Patchkabel. Ja, das ist dann, da hast du die halbe Knete schon so schon wieder drin. Make Noise. Die sind sehr beliebt. So. Also die haben Module, die man in so ziemlich jedem Rack sieht. Ja. Aber ich muss sagen, die sind mir einfach vom Look her irgendwie zu strange. Die sehen zwar immer ultra verrückt aus, aber ich als, ja, möchte halt eigentlich wissen, so, okay, die hier an diesem Output ist das und das, dieser Regler macht der. Nicht ausreichend beschriftet oder so, oder was? Oder? Irgendwie schon, aber man muss doch irgendwie immer ziemlich genau schauen und irgendwie alles. Also ich muss alles 2 bis 3 Mal anschauen, bis ich erstmal raff, was wo ist und überhaupt. Okay. Also mir sind die Module einfach zu unübersichtlich gemacht, so ein bisschen. Also ich habe auch nichts von denen so, ich schaue mir die gar nicht so oft an, ehrlich gesagt. Weil mir die einfach vom Look her nicht gefallen. Also eigentlich sehen sie schön aus, aber ja. Zum Arbeiten sind sie dann scheiße, finde ich. Okay. Also für mich zu unübersichtlich. Die hat mal so einen semi-modularen Synthi, den habe ich in Schneiders Laden ausprobiert und ich habe keinen Ton rausgekriegt. Keinen einzigen ja, Ton. Und ich da jemanden nebendran stehen gehabt, so, der eigentlich gedacht hat, ich habe da jetzt voll die Ahnung von und überhaupt. Und dann bin ich da im Grund und Boden versunken, weil ich da naja, keine Ahnung hatte. Das passiert so, mir ja genauso oft, wenn ich da in irgendwelchen Flaggschiffen stehe oder so. Und ich mir denke an so, okay, keine Ahnung, irgendwie so. Also. Ja, eben. Und vor allem, wenn dann halt da ein Loch ist, wo nur ein Kringel drumrum ist, gemalt oder so, dann ja. Denkst du dir, okay, was kommt da jetzt raus? Ich weiß es nicht. Ja, ja. Oder geht da was rein? Das ist ja dann das Nächste. Du weißt ja nicht mal, was ist in, was ist Output und ja. Naja. Ja, dieses Keyboard da. Jetzt sind wir schon bei Waldorf, gerade hier im Video. Genau. Waldorf war enttäuschend klein. Fand ich auch. Also ich meine, diesen Quantum-Synthesizer, der sah mal nicht schlecht aus, irgendwie hier groß Display und so weiter, halt irgendwie, hat mir jetzt aber auch nicht wirklich angemacht. Interessanter finde ich eher halt hier, also wenn ich mal irgendwie modular oder so einsteigen würde, wäre das, wie heißt der nochmal, diese Keyboard-Version, hier diese modulare Keyboard. Aber das kriegst du anders auch ganz schnell hin. Ist ja auch alles Euro-Rack, ne? Also ja, da kann man eben. Quasi einfach ganz hier genau. Die ganzen eine Reihe. Einbauen. Aber Waldorf, ja, da dachte ich auch irgendwie, keine Ahnung, die haben ja so viele Kisten hier, diese Streichfett, Rocket und bla, diese Kleinstdinger oder so. Das alles hätte ich auch mal gern ein bisschen mit rumgedreht oder so. Genau, ein bisschen rumgespielt. Ja, war nichts da. Nichts, gar nichts. Ja. War enttäuschend. Ja. Waren so ein paar Marken, fand ich, die ja. Etwas da, zu wünschen da übrig gelassen wir, haben. Dazu kommen wir dann, glaube ich, jetzt gleich noch, aber irgendwie, das war eine davon, ja. Ja, Eowave. Das sind auch wieder so Drone-Geschichten. Habe ich gar nicht so großartig angeschaut, wobei ich sagen muss, die sind auch ganz cool, glaube ich. So haben auch viele DIY-Geschichten so. Also da habe ich mir schon so einen Step-Sequencer, den sieht man da, glaube ich, gerade im Bild irgendwie ganz links. So ein rotes Gerät, den habe ich schon ein bisschen im Auge jetzt hier. Der da, genau. Kostet knappe 100 Euro das DIY-Kit für einen Step-Sequencer mit 8 Steps so. Also okay, ja. Kann man nicht sagen. Also gibt's teurere, ja. Ich überlege hin und wieder mal damit, falls ich mal irgendwie die 100 Euro übrig habe, ja. Kommt der ins Rack. Vermona war auch bisschen enttäuschend, so ich konnte wenigstens hier den Retroverb Lancet konnte ich mal testen, weil den würde ich mir gern zu meinem Performer dazu stellen, weil er erstens mal optisch dazu passt und zweitens ich eh noch auf der Suche bin nach einem Reverb und hier so einen analogen Spring Reverb mit bisschen Filterkram noch drin und so. Der sieht spannend aus, ja. Also alternativ käme jetzt noch so ein Eventide in Frage. Die aber noch mal ein bisschen teurer sind und digital sind, so. Ich glaube, wahrscheinlich wird es ein Retroverb Lancet werden, so. Mal gucken. Aber ansonsten war halt, ja, hier modular sieht man einiges. Ja. Aber ich hätte zum Beispiel hier diesen Vermona 14 Synthesizer, ich glaube, der ist einfach nur 14, ne? Ja. Den hätte ich gerne mal probiert. Und halt, ja, weiß nicht, so war irgendwie hier, auch hier die ganzen Drum, die DRM3 oder wie der heißt oder so. Nichts da nix, gewesen. Ja. Gar nichts. Nur noch das Modularzeug halt, war natürlich auch zum Teil schön, aber ja ich habe die nicht so im Auge irgendwie. Wo ich mir denke, so, ey, Alter, weißt du, deutsche Marken irgendwie, die haben hier kaum Anreise irgendwie im Vergleich zu irgendwelchen Amis oder sonst irgendwas und bringen ihre Sachen nicht mit. So, pff, Alter, naja, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, so, aber naja.
genug gemeckert. Genau. Kommt noch mehr, wird noch nah. Oh ja, Sherman. Das ist wieder so ein Ding zum Träumen. Diese Filterbänke hast du gesagt. Genau, na, ja. Die ultimativen Filterbänke. Also ich habe die auch schon live in Action gehört. So. Also ich habe da auch schon selber dran rumgedreht. Nicht auf der Superbooth, sondern bei jemandem zu Hause. Deshalb bin ich von dem Sound schon sehr überzeugt, sage ich jetzt mal. Also ich finde die schon ziemlich cool. Aber so vierstellige Preisklasse war. Ja, eben. Ja, ja. Also für so eine Filterbank 1300 Euro hinzulegen, das wäre mir einfach persönlich zu blöd. Tja, die musst du dann schon ganz arg wollen dann. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sie schon sehr gerne nehmen, aber der Preis ist für mich einfach hell. Ja, VMS war leider immer zu viel los natürlich. Ist ja verständlich bei den, ja, Preisgewinnern, sage ich jetzt mal so, mit ihrem neuen Looping-Delay und was auch immer die ja alles haben. Ich mag die. Ich habe von denen auch schon ein, zwei Sachen gebaut. Hab die auch immer wieder gern im Auge, aber ja, kann ich jetzt nicht so viel zu den neuen Sachen zu sagen, weil einfach zu viel los war da immer. Ja. Hat man halt gemerkt, so bei den beliebten Sachen war einfach ständig jemand da, wo man dann nicht wirklich in Ruhe dann sich mit den Sachen auch befassen konnte. Da konnte man höchstens mal jemandem anderen über die Finger schauen und ja. Ja. Also vielleicht hört man das jetzt in den Videos auch gerade so, da war halt einfach eine Geräuschkulisse, ein Lärm, ganz irgendwie genau. 10.000 Leute, die gegeneinander anreden und noch mehr Synthesizer, die gegeneinander anfiepen und war dann schon schwierig dann auch, selbst wenn jemand sich die Zeit genommen hat und uns was wirklich speziell nochmal gezeigt oder vorgestellt hat, dann nochmal genau rauszuhören so. Ganz genau. Also mit Kopfhörern ging es dann teilweise so, aber dann waren ja, sieht man ja hier auch oft, waren ja einfach Monitorlautsprecher, was naja, um mehrere Leuten gleichzeitig was zu zeigen natürlich ganz nett ist, aber bei so vielen Gerätschaften nebeneinander ist das dann echt, das überfordert ein bisschen. War ja teilweise, gerade in diesen engeren Gängen, boah, da war es teilweise echt richtig laut. Oh ja, das hat man gemerkt. War warm und laut und stickig. Verbus, ja, die Berliner Vorzeigemodulierer. Ich kenne die auch nur vom Look, halt mit diesen roten Puddies. Ja, schon, die sind ja auch ziemlich bekannt. Ich denke mal, ja, da braucht man generell nicht so zu viel sagen. Wenn man Modulare kennt, wird man, denke ich, sehr schnell auf Verbus stoßen und auch auf die Qualität, die die Kerle machen, so. Ich war nicht groß da, weil die meisten Sachen habe ich schon mal irgendwo gesehen, beziehungsweise mir auch schon zu Genüge angeschaut. Aber war schön auf jeden Fall, dass die auf jeden Fall da waren und ja, hatten auf jeden Fall auch so ziemlich alles da, glaube ich, was sie so anbieten. Okay, cool. Das ist, glaube ich, einfach der Döpfer, ja, zwar. Das war der Döpferstand, der war natürlich auch schön groß. Ja. Aber ja, Döpfer ist halt dieses Standard-Ding irgendwie. Also meine Meinung ist, dass die Dinger einfach so ein bisschen auch klingen, wie sie aussehen. So Plastik. So steril ein bisschen, ne? Ja, so ein bisschen alles gleich. Ein paar Sachen, ich meine, ich habe auch ein, zwei Tools von denen, so ein LFO oder sowas, da kann man einfach nicht viel falsch machen. Aber habe ich jetzt immer weniger im Auge, wobei die auch wieder ein paar neue Oszillatoren rausgebracht haben, die scheinbar ziemlich gut sein sollen, so, mhm, so Quad True Zero FM Dinger, also sollen auf jeden Fall ganz spannend sein, aber ich habe da jetzt auch kein so großes Auge drauf gehabt. Aber okay, war auch nicht viel los. An dem Stand war echt erstaunlich wenig, ja, los dafür, dass genau, sie quasi, weiß nicht, ihre halbe oder fast die ganze Produktpalette da irgendwie ausstellen, wa? War viel da auf jeden Fall, ja, aber nicht viele Leute dran. Hier auch die ganze Darktime und ja, ja, also eigentlich alles. Ach, das war auch oben da irgendwie, da diesen DX1. Das war ja ein brachiales Ding. Ja. Ich weiß gar nicht, was an dem Stand, was die da gemacht haben, habe ich jetzt irgendwie, das war auch wieder so viel los. Ah, das war, glaube ich, auch so mehr so Circle Bending Ding. Ah nein, das waren diese Effektpedale. Effektpedale, genau. Pedale, ach, ja, die, weiß ja, gar nicht, ja, ob die DIY waren oder nicht. Ich habe ein Poster. Ja, genau, das war das Poster hier, genau. Ja, ja. So viel weiß ich noch. Ich habe ein Poster. Egal, gar ein Poster, war gut. Hatten die X1, gar ein Poster, war cool. So sieht's aus. Ich habe oft genug gesagt, I'm just here for the stickers. Oh ja, hier, Teenage Engineering, super cool. War super schön, endlich mal dieses Teil in Action zu sehen. Wie heißt der nochmal? OPZ oder sowas? OPZ, ne?
war auf jeden Fall die erfreulichste Nachricht, die wir von diesem Herrn gehört haben, ist, dass er weniger kosten soll wie der OP1. Ja. Weil ich ja erstmal gedacht habe, der wird wahrscheinlich dann den ablösen sozusagen in der Preisklasse und der OP1 dann billiger oder so. Mhm. Wobei der jetzt gemeint hat, der wird billiger werden wie der OP1, was natürlich sehr, sehr interessant wird. Und ja, ich finde das Teil einfach abgefahren mit den ganzen Videoeffekten, was man damit alles machen kann, mit dem HDMI-Input so, oder Output, dass man hier komplette Beamer-Geschichten damit steuern kann, mit seinem Synthi noch dazu. Soll man aber dann wohl noch extra eine Box oder sowas dazu kaufen? Also so ganz standalone wird es nicht sein. Also, nee, hat er nicht also ich gemeint. Einerseits finde ich es spannend, dass es halt irgendwie so ein Sequencer, Synthesizer, Drum Machine, genau. Looper, bla, irgendwie ja. Ist wie beim OP1 auch alles drin wohl, so. Ja. So ein Hosentaschengerät, wo man eigentlich theoretisch nichts anderes mehr bräuchte für, so, ne? Aber wenn du dann sagst, okay, ich will jetzt hier, wie man das im Video sieht, mit diesen Visuals und bla bla, das ist jetzt hier ein iPad oder irgendwas, ne, ja. Was mit USB angeschlossen ist. Ja. Aber er meinte halt dann, ja, für Beamer und so Geschichten, also die sind jetzt gerade auch noch in Entwicklung, das darf man auch nicht vergessen, so, ne? Das kommt genau. Ja auch erst im September raus, ja, oder so. Ja, irgendwann. Dauert noch eine Weile. Und wie gesagt, also wenn es dann rauskommt und dann das fertige Produkt dann da ist, das war auch jetzt wohl irgendwie halt hier ein Prototyp, ne? Ja. Also wenn das fertige Ding nochmal da ist, werde ich mir das auch nochmal genau anschauen, so, weil halt. Ich könnte mir auch vorstellen, irgendwie so ein Ding noch mitzunehmen, einfach um nur Visuals laufen zu lassen, ja, oder so. So hat er, ich glaube, so hat er es auch gemeint. Nicht, dass man noch ein extra Gerät braucht, sondern dass er zu sich gemeint hat, er sieht sich so, dass er ein Gerät für Musik hat und ein Gerät für Visuals extra, so dass er beide irgendwie extra steuern kann. Ja. Aber ich würde auf jeden Fall auch meine Augen auf dem Teil halten, so, weil ich habe jetzt auch nochmal gesehen, der hat jede Menge das sind In- und Outs und die kann man wohl selber steuern, ob das genau, In- oder Out sein und was das überhaupt machen soll. Deshalb, belegbare Ausgänge, so Outputs oder so, also Klinken, kann man immer gebrauchen, CV-Ausgänge. Ja. Ist immer schön. Ja. Deshalb, ja, ich habe die Augen auf dem Ding, war echt schön. Den mal so nochmal in Live-Action zu sehen. Also spannend, also man sieht es auf einem Video, sieht man gar nicht. Ja. Neben dran lagen natürlich die ganzen anderen Pocket-Operator-Geschichten. Ja. Da kamen ja auch wieder ein paar Sachen raus. Ja, neue Drums haben sie, glaube ich, so neue Perks. Okay. Und auch ab 8-Bit-Sound kann es sein, bin mir nicht ganz sicher. Irgend sowas, ja. Ja, also ich würde auch nicht Nein sagen, wenn man mir einen anbieten würde. Wobei, so teuer sind die ja nicht, ne? Eben, ja, 60 Euro um den Dreh, sowas, ja. Aber trotzdem, ja. Ja. So, nächstes Video. Dreadbox. Jawohl. Ja, super sexy. Ja. Also, begeistert bin ich von denen. Da sieht man noch die schönen Longpaper von Ask Audio. Habe ich auch sehr gefeiert. Get some extra inspiration. Longpapers, warum nicht? Klar. Ja, also, die kennen ihre Zielgruppe einfach. Ja. Sieht man den Erebus. Und neu ist hinten dieser blaue, wie heißt der jetzt nochmal? Das war der Abyss. Abyss, genau. Ja. Das ist letztendlich, habe ich dann, also gerade wo ich mir den Vermona, oder kurz davor, bevor ich mir den Vermona zugelegt hatte, habe ich den gesehen, dachte auch, ein Vierfach-Polyphoner, bei dem man auch quasi die Spielmodi auswählen kann, ob jetzt einfach irgendwie Monophon mit 4 Oszillatoren oder Vierfach-Polyphon und so weiter kann man auswählen. Natürlich nicht ganz so viele Modulationsmöglichkeiten wie der Vermona, aber den fand ich jetzt auch spannend und ich glaube, der war auch noch ein bisschen billiger. Wenn man irgendwie mehrere Oszillatoren braucht. Also ich finde generell Dreadbox sehr, sehr interessant, so was die gerade raushauen oder in den letzten Jahren rausgehauen haben, hier diesen Erebus oder Hades oder so. Wenn ich mir irgendwie nochmal so einen kleineren Synthi holen wollte, dann würde ich definitiv einen von denen wählen. So, ja. Weil vom Sound unvergleichlich, so purer analoger Sound, aber wirklich sehr schön einfach schon immer. Da macht es einfach nur Spaß, an irgendwie einen Puls rund zu drehen. So. Ja, so. Ja. Ja, finde ich auch spannend auf jeden Fall. Die sind echt super empfehlenswert. So, machen wir mal weiter. Man muss dazu sagen, wir schauen uns jetzt die Videos jetzt gerade auch zum ersten Mal an. Wir haben die noch gar nicht durchgeguckt. Ja. Wir sind jetzt da gerade einfach hingesetzt und schauen uns einfach mal alles an. Koma Elektronik war auch sehr schön so. Der Filter ist ja bekannt und hier auch diesen riesen Step-Sequencer. Genau. Ja, aber jetzt nicht. Weiß ich gerade gar nicht mehr, wie der Neues. Heißt. Der,
Oh Gott, SQ20 oder sowas kann es sein. Komplexsequenzer, genau. Ja, stimmt. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus und ich bin ja immer bei Sequenzern immer hellhörig so. Das ist so da ein Feld, wo ich immer groß auf der Suche bin, so was es da Neues gibt. Aber ja, man sieht es. Also ich glaube, wenn man modular unterwegs ist, macht ja meistens Sinn so. Ich glaube, also er hat zwar MIDI-Ausgänge, aber ich glaube, das würde sich für mich jetzt nicht lohnen, da ich kein Modular habe. So. Ja, der ist halt riesengroß. Ich denke mal, da sind ja sozusagen vier einzelne Sequenzer. Mhm. Also damit hast du sozusagen vier Sequenzen, die du irgendwie komplett unabhängig voneinander benutzen kannst. So. Ja. Ja, ich habe jetzt nichts Neues von denen, glaube ich, mitgekriegt, soweit ich weiß. So, wenn ich Glück habe, schaue ich bei denen auch bald nochmal vorbei. Die sind ja hier in Berlin und haben diesen Common Grounds Laden, wo man auch DIY-Sachen machen kann und auch eine Werkstatt, die anbieten. Also da kann man dann auch hingehen, die geben einem alles, Löttechnik und so weiter. Ach echt? Ja. Ach geil. Brauchst du dann gar nichts haben sozusagen, kannst du einfach hin, kannst dir ein Kit kaufen und kannst dich direkt hinten in die Werkstatt setzen und es dort zusammenbauen. Voll geil. Ja, eben. Da sind da auch kompetente Leute, die dir auch gerne mal über die Schulter schauen. Krass. Habe ich zwar jetzt selber noch nie dort gemacht, aber ja. Ich denke mal schon, dass ich da bald nochmal vorbeischaue. Das sind immer würde ich vielleicht einfach mal mitkommen, einfach mal gesehen zu haben, auch ja. Wenn ich da jetzt nicht so modular mir irgendwas kaufen würde oder könnte. Also sie haben, ich weiß es selber nicht, weil ich es noch nicht probiert habe, aber scheinbar haben die dort auch sehr leckeres Bier. Ja. Ich glaube, Schnaps sogar auch irgendwie. Die hin und wieder haben die auch mal so ganz kleine Veranstaltungen, aber da passen ja höchstens fünf Leute irgendwie. So lässt es sich arbeiten, ja. Wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, es waren auch wieder, stimmt genauso, ganz viele verrückte, ja, physisch-akustische Sachen, so wie diese Schallplatte, die sich hier dreht mit diesem Signalgeber. Ja. Und irgendwelche, ja, Löffel, die gegen Reagenzgläser schlagen und schon weiß der Geier. Kilpatrick, ja, auch jetzt nix. Siehste, das meine ich, Kilpatrick, bei denen schon das. Ah ja. Da kann man das jetzt ja vorher nochmal rausnehmen. Stimmt, ja. Kilpatrick. Ja, die haben diesen Sequencer. Dieser, wie heißt denn der? Carbon. Carbon, genau. Der sieht auf jeden Fall mal ganz schick aus. Der sieht spannend aus. Hatte ich bei mir auch mal mir so mal näher angeguckt. Aber ist dann letztendlich dann halt bei mir zu Hause, hier steht der Pyramid. Weil letztendlich mir mehr zugesagt wird, so von dem, was ja. Ich, also allein was du online so findest, da gibt es einige, die sagen, dass der Carbon halt nicht so die beste Anleitung hat und nicht so übersichtlich ist, wie der Haufen Untermenüs oder irgendwie Tastenkombos hat und so. Und das wollte ich ja eben jetzt nicht mehr. Ich wollte irgendwie halt einen Sequencer, der halt irgendwie gut läuft. Das sieht vom Design auch irgendwie stark nach Octatrack aus, so finde ich. Also nach so Elektron-Sequencer, so ein bisschen, finde ich. So mit diesen sterilen runden Buttons so. Ja, genau. Ja. Und ich finde halt diese Kilpatrick Geschichte, die haben ja diese semi-modularen Synthes, die man da auch links unten im Bild sieht. Das ist der Final, ne? Ja, genau, finde genau. Ich echt. Der hat ja gute Kritiken so irgendwie. Eigentlich ja, aber ich verstehe es einfach nicht, weil warum die da andere Buchsen verwenden. Wenn ich es richtig verstanden habe, kannst du da nicht mit normalen Klinkekabeln rein. Das sind so eine Buchsen, die kenne ich irgendwie noch aus. So Bananenstecker oder so. Bananenstecker ist, das war irgendwie wie aus dem Technikunterricht früher oder sonst irgendwas. Ne? Ja. Ganz genau. Und das finde ich halt irgendwie doof so, dass man den dann halt nicht in seinen Euro-Rack integrieren kann. Das ist so ein bisschen so ein Eigentor, was sie sich da eigentlich geschossen haben, weil. Für mich wäre so ein Ding super interessant, würde ich mir sofort anschauen, aber wenn ich halt sofort sehe, ich kann den so gar nicht mit meinem Euro-Rack benutzen, dann ist der schon sofort unten durch, so dann schaue ich gar nicht weiter erst drauf, weil, ja, das ist für mich dann also sinnlos. An sich so ein spannender Stand irgendwie so, aber eben, Fino hatte ich nie, der Carbon hat mich jetzt nicht so wirklich, weil ich mich im Vorfeld schon beschäftigt hatte, und diesen Gameboy, wie heißt denn der, ich muss jetzt nochmal gucken, Tungsten. Heißt der, hier steht's. Tungsten. Auch den, da kannst du dann auch, weiß ich nicht, wie gesagt, also alles mit Smartphone oder Pad oder Tablet irgendwie. Ja. Gehen wir mal weiter, ob sie. Nächstes Video. Das ist der Ableton-Stand. Ah.
Ja, da haben wir jetzt nicht so groß viel geschaut, würde ich jetzt mal beide behaupten, weil ja, ich sehe eh immer, was abgeht so bei Ableton, weil ich es ja benutze. Also ich weiß, was da so neu ist sozusagen. Also ich glaube, so in meinem Kreis ist halt auch so, öfter mal hört man es auch öfter, dass die Leute halt irgendwie Ableton benutzen so. Ich selber benutze es nicht, wobei ich halt auch mit Software jetzt eh nicht so. Also Ja. ich könnte auch mit irgendwelchen Freeware-Geschichten oder so aufzeichnen oder so. Es ist Dir reicht Audacity, klar. wahrscheinlich ja, Ja. also würde reichen, weil ich habe hier einen Hardware-Recorder, so, ne? Ich rekorde mit meinem Zoom so und bin in Software. Muss auch ganz ehrlich sagen, auf der Messe bin ich jetzt an den Software-Ständen eher einfach vorbeigelaufen, so, weil es mich Eben, ja. gar nicht so Also ich gejuckt muss hat. auch sagen, Software ist sowas, was man sich dann auch irgendwie zu Hause mal anschauen Ja. kann. Was sagen kann, Jomax Lumux, was war war das hier? wieder zu Alpha viel Base, los. ja, war viel los. Und fand ich jetzt auch nicht irgendwie, habe ich jetzt auch nicht so angemacht irgendwie. Ich hätte ultra gern mal dran rumgespielt, weil ich schon sehr oft gehört habe, dass der sehr krass sein soll. Ich kenne von Jomox so einen anderen Synthi, der auch in der Größe ist. Ich weiß gar nicht genau, wie der heißt. Und da habe ich auch schon abgefahrene Sounds rausgehört, so. Also, ich würde auf jeden Fall immer mal ein Auge drauf werfen, wobei ich auch sagen muss, dass die wahrscheinlich außerhalb meiner Preisklasse sind, so. Musikmanufaktur, das war auch nur Softwarezeug irgendwie. Stimmt ja, der hat irgendwie. Genau. Ja, da gab's, so gab's halt eben einige Stände, die halt mit Tablets oder mit Computersoftware irgendwie was hatten, Ja, aber. der hat es mir erklärt. Er hat gemeint, die machen irgendwie, ich weiß nicht genau, ob das jetzt dann ein extra Modul dann dafür da war. Auf jeden Fall wollen die Software mit modular integrieren eben. Also Ah, ja. da war es so gedacht, also der hat mir gezeigt, der hat da einen Filter gehabt oder so und da hat er einfach nur hin und her gewischt und dann hat der Filter halt im Modularsystem halt reagiert so. Okay. Finde ich aber alles nicht so spannend, weil das sind auch alles so MIDI-Control-Devices, sage ich mal, so was man halt eigentlich auch schon alles in auswendig kennt und auch viel mit Reaktor oder sonst was damit arbeiten könnte, theoretisch. Deshalb, ja, die sehen halt alle bunt und blinkig aus, so. Aber ob die jetzt wirklich was bringen, also für mich, für meinen Workflow jetzt weniger, würde ich jetzt mal sagen. Was haben wir hier? Juhi. Das sieht aus wie Juhi. Ja. So, Juhi kann ich immer nur sagen, immer gute Software. Ja. Enttäuschen nie. Machen viele Software-Synthesizer, die auch schön Richtung analog warmen Touch haben, so. Also die sind nicht ganz so steril wie jetzt irgendwie so die normalen digitalen Dinge. Okay. Und auch vom Interface, so von der Bedienungsoberfläche, so sind die immer sehr angepasst an, ich sag mal, so Roland und so Geschichten. Evet. Er wird auch ultra krasses Deck und sonst irgendwas, aber ja, ich bin kein Pro Tools User. Wird sich wahrscheinlich auch für mich nicht so wirklich lohnen. Pyramids, genau. Das war, wie gesagt, das ist jetzt mein neuester Sequencer gerade so. Ich bin noch nicht bei allem durchgestiegen, aber ich glaube, den, das ist es jetzt. Ich bin mit meiner Suche durch. Das ist es, glaube ich, ja. Sehr gut. Zirklon. Das waren auch diese ganzen Imitat-Geschichten da. Ja. Ja, der soll ja auch geil sein, aber den habe ich mir auch gar nicht angeguckt, weil ich dachte, irgendwie in der Preisklasse, ich weiß gar nicht, was kostet der, da kostet auch knapp 2000 € oder so irgendwas war, irgendwie, Gar also nicht angeschaut. übel teuer und irgendwie mussten ein halbes Jahr drauf warten, bis die den gebastelt haben oder so, Na aber danke, ja. irgendwie. Für das Geld bewegen sie nicht mal ihren Arsch. Die hat Das ein schönes Sticker. wird handgeschnitzt, ist auch geil, Ich oder nicht? glaub's auch, ja. Maneko, ja. Auch immer schöne Sachen so. Aber da war auch ein bisschen viel los. Da hatte ich nicht viel Chance, leider dran rumzuspielen. Hätte ich mir gern mal nochmal den Anti-Oszillator, hätte ich gern mal in Real gehört. Da habe ich mir schon etliche Videos dazu angeschaut, weil der interessant aussieht. Aber live habe ich ihn leider noch nicht richtig gehört. Ja, das war Aber gerade einer von diesen dunklen, lauten, stickigen Gänge da irgendwie so. Da genau. war es dann echt Ja.
Da musst du mal schnell weiter. Da gehen wir auch echt weiter, genau. Jo, dann sind wir hier bei GRP Synthesizer. Habe ich mir zwar ein bisschen Material mitgenommen, aber das finde ich jetzt, glaube ich, auf die Schnelle wahrscheinlich nicht. Sahen auf jeden Fall super sexy aus. Also vom Look her eindrucksvoll auf jeden Fall. Wir haben uns nicht so richtig mit dem Sound dort mit denen befasst, aber wir haben auf jeden Fall beide Material mitgenommen und wollten die uns nochmal ein bisschen anschauen. Genau, ja. Ja, sehen auf jeden Fall mal top aus. Kann leider nicht sagen, was das für eine Preisklasse ist, aber... Also ich habe mir jetzt gerade, weil eben hier mich die Step-Sequencer oder Sequencer generell immer interessieren, mit dem mal angeguckt, hier die oberen Kisten, die hier oben drauf stehen, das sind die Step-Sequencer wohl, die lagen so bei 1200 Euro. Habe ich mir fast gedacht so. Also das ist UVP, weiß nicht, ich sag mal so, wenn man die vielleicht irgendwo noch kriegt für 1000 Euro, vielleicht irgendwo ein bisschen billiger, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, naja, fast das Dreifache, was ein Dark Time kostet. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall spannender aus, so hat ein bisschen mehr Modulationsmöglichkeiten wohl. Auf jeden Fall. Ja. Also ich denke, da geht schon einiges mit den Teilen so. Also auf jeden Fall, also der Stand sah auf jeden Fall echt gleich, das war so ein Eyecatcher, so. Ich dachte so, oh Mann. Ja, die haben auch einfach so ein eindrucksvolles Outlook so. Also ja. Allein wie die Designs sind. So. Ja, schön groß und wuchtig, große Poddies, ne? Große genau. Kisten irgendwie so. Ne? Genau. Ja. Bunte Lichter, die leuchten. Ja. Was will man mehr? Das blinkt und quietscht und knattert. Eben, ja. Ah, das war dieser Nachbau von diesem Alesis, sind die. Wie heißt der? Andromeda A6 irgendwas? Ja, Andromeda, genau. Alesis. Genau, das war aber nicht, hier. Das war jetzt aber nicht ein Alesis-Stand, sondern das war der Stand von... Nee, das war ein Kerl, der den wohl selber aufgearbeitet hat irgendwie. Der hat den wohl irgendwo... Hier, von Amazona, da lagen diese ganzen Synthesizer-Buttons lagen da rum. Stimmt, genau. Aber der hat ja gemeint, der hat den selber irgendwie mal irgendwo gefunden und hat den dann selber neu designt. Umgebaut, mit, ja. Genau, mit den neuen ganzen Bodyknöpfen. Genau, ja. Also da war ich auch beeindruckt, sage ich mal so. Also der sah auf jeden Fall mal super aus. Weiß jetzt natürlich nicht, wie im Vergleich dazu der Alesis im Originalen aussieht und was der kann. Aber er war auf jeden Fall mal ganz schick. Ja, zum Spiel sind wir auch gar nicht gekommen, ne? Da waren auch wieder Leute am... Ja, klar. Schrauben. Klar. Jo, dann gehen wir weiter. Ja, das Schaltwerk oder was das auch Schrittmacher, immer war. Schrittmacher, genau. Und dieses digitale Mellotron, ne? Dieses ultimativ simple... Mellotron heißt es. Ist halt ein Dings, ein Nachbau von einem Mellotron. Mhm. Und Mellotron war ja quasi einfach irgendwie für jede Taste ein einzelnes Band gehabt, was dann quasi ein Sample abläuft. Genau. Und das wird wohl wahrscheinlich das gleiche Prinzip sein, dass da einfach halt irgendwie für jede Taste halt irgendwie wurden da... Na, so ganz war es nicht. Da hattest du schon eine Oktave sozusagen. Aber da gab es einen Drehregler, der von A nach B und C drehen konnte. Und dann konnte man... Da hatte man drei verschiedene Sounds, also da wo ich drin war in der Option war auf jeden Fall ein Chor, also wie so eine Art Männerchor. Dann ging es rüber, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall war glaube ich noch eine Geige drin und noch ein dritter Sound auf jeden Fall. Und dann konnte man so hin und her morphen mit diesem Knopf, also die Oktaven so spielen. Also ja, für mich ist das so ein Ding für so Leute, die halt eher Keyboard spielen oder... Klavier so richtig und halt schnell zack zack sich was auswählen wollen. Hier habe ich den Sound und kann sofort loslegen auf die Tasten zu hauen und ja, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich mache. Ja. Ja, ich drücke ja immer nur auf eine Taste und drehe an den Knöpfen. Wo war das jetzt gerade? Das ist Tiptop Audio. Tip-top, genau. Sah auch super interessant aus, wobei ich dann das so ein bisschen seltsam fand, weil ich jetzt auch im Nachhinein gesehen habe, der Kerl, der da die ganze Zeit stand und an den Knöpfen rumgedreht hat, das ist der Kerl von Tiptop Audio oder halt der hat diesen Stand vertreten und der hat ja genau gesehen, dass wir da ziemlich interessiert an den Dingern da rumschauen und machen und tun und der hat sich aber nicht stören lassen und hat da einfach seine Musik gemacht, so das fand ich so ein bisschen krass, so also ich dachte eigentlich, also der wollte ja eigentlich, theoretisch wollen die ja was verkaufen und der sollte sich dann so ein bisschen um die Leute eigentlich kümmern,
Aber der hat uns ja eher abgeschreckt, sage ich mal, so die Sachen richtig auszuchecken, weil der da voll in seinem Film drin war und seinen Sound gedreht hat. So. Fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte mir echt gern diesen neuen Sampler, den die da gebaut haben, hätte ich mir gerne angeschaut. Okay. Die haben ein Modul, wie so viele gibt es ja jetzt mit SD-Karte, Sampler. Aber das ist wohl scheinbar der erste Sampler, der einfach nicht klingt wie ein Sampler. Komischerweise. Wenn du weißt, was ich meine, du machst ein Sample auf einen Sampler, du spielst es in verschiedenen Tonhöhen und so weiter an, Ja. dann hört man es einfach ganz schnell, dass es ein Sample ist. Ja. Das ist bei dem einfach nicht so der Fall. Ist Okay. irgendwie, ich kann es nicht erklären, wieso, weshalb, warum, aber ich habe es schon also ein YouTube-Video gesehen, wo wirklich überzeugend echt klingt so. Also es Okay. klingt eher wie ein Synthi, wie ein Sampler. Kann ich jetzt nicht Ja. beurteilen, aber okay. Also ist auf jeden Fall mal ein Blick wert. Tiptop Audio immer. Also ich bin mit denen auch sehr zufrieden. Hab die immer wieder im Auge. So, hab auch ein Modul von denen zu Hause. Diesen ZDSP ist ja auch so ein Flaggschiff von denen. Okay. Mehr als zufrieden. Also das Ding ist der Hammer. Dann sind wir hier gerade bei, was war das, Cure-Tronic? Keine Ahnung. Keine Ahnung, aber haben wohl immer einen kleinen Penis dabei. Scheinbar, ja. Das war aber auch so eine Ecke, wo zu stickig laut und alles drum und dran war. Deshalb sind wir da nicht lange gewesen. Audiowerkstatt war cool. War nett, mit dem Typ mal zu quatschen. Genau. Den werden wir wohl hoffentlich noch bald antreffen bei seinen, 19 Zoll Stammtisch dann, ja. genau, bei seinen Stammtischen. Die haben ja jetzt endlich auch wieder einen neuen Ort, wo sie sich treffen. Es ist zwar noch keine Regelmäßigkeit drin, aber es ist auf jeden Fall jetzt im Ohm Ja. hier in Berlin. Und er hat auf jeden Fall ein paar recht interessante Geräte. Ich finde den Look von denen auch ziemlich cool. Ich meine, es ist alles nur Show, hat er uns gesagt. Es ist jetzt nichts irgendwie. Also die Platinen haben keine Funktion von oben und unten. Ja. Sind auch alle schön getrennt und so weiter. Also, dass man da auch mal irgendwie einen Schweißtropfen drauf verlieren kann, ohne dass irgendwie gleich alles durchbrennt. Muss aber sagen, die Geräte wären für mich zu teuer für das, was sie können. Da ja auch er alles sehr auf MIDI ausgelegt hat und ich generell selber von MIDI jetzt komplett weggegangen bin, so, weil ich jetzt nur noch CV und Gate benutze. Wäre jetzt eher was für mich so, aber wie gesagt, halt irgendwie ein MIDI-Drum-Sequencer oder ein 16-Step-Sequencer. War es 16 oder 8? Ich glaube, es war sogar nur 8-Step, oder? Glaube, der hatte 16, aber ich Ja. bin mir nicht ganz sicher. Ja, Auf jeden Fall ist jedenfalls alles war nur es halt MIDI. für, was waren das so, um die 300, Ja, 350 Euro irgendwie. Sehen genau. zwar schick aus, aber da dachte ich mir halt auch, naja. Bei dem Drum-Sequencer weiß ich nicht, da kann man vielleicht nochmal gucken, so, aber gerade den Step-Sequencer dachte ich mir, ah, da kriegst du für nicht viel Geld mehr doch wesentlich bessere, also hier so die Töpfergeschichten oder sonst irgendwas, Eben, ja. Und wo vor ich allem denke, auch vielleicht was, wo auch noch ein Sound mit bei rauskommt und nicht nur eben MIDI ausgibt, so. Oder halt auch noch mit CV, also gerade hier der Darktime oder so, Oder sowas, ja. aber es war auf Oder jeden Fall was mal nochmal nett. Indoor. Also ich kannte die Geschichte gar nicht irgendwie so. Und was hat er hier viel? So MIDI zu CV und ja, ich Ja, finde, klar. jedenfalls sehen sie nicht schlecht aus mit diesem Platin-Design, so finde ich immer ganz Waren geil. alles so Clock-Generatoren oder Divider und Genau. so Geschichten. Nett ist es auf jeden Fall, coole Idee. Ist auch alles selber gemacht von ihm. Er hat ja gesagt, er fängt immer mit so 20er Auflagen an und schaut dann, wie sich's verkauft und macht dann immer weiter. Ist cool, ist auf jeden Fall wert, sowas zu unterstützen, sage ich mal. Schauen wir uns mal genauer an, auf jeden Fall. Werde Ja, ich mal auf die also. Homepage gehen, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Wollen wir Ich denke mal, nachgucken. es gibt Leute, die das mehr interessiert wie uns jetzt. Ja. Also es ist auf jeden Fall nicht schlecht, was er da so anbietet. Ja. Und nette Plüsch-Synthesizer an der Wand. Ja, unbedingt. Ja. Ah, das war der im Glaskasten-Synthi. Ja, das war hier Digitaner. Die haben doch auch das nette FSOL Digitana. Halia Synthesis. T-Shirts haben sie uns geschenkt. Digital Pocket Synth and Euro-Rack Modul. Ja, irgendwie sah das spannend aus mit dem Display. Irgendwie so, wo ich dachte, irgendwie kann man da noch irgendwie auch hier so Visuals. OPZ-mäßig irgendwie Visuals mit raushauen und so.
Aber das hatte die Dame, die uns da freundlicherweise noch T-Shirts und Taschen geschenkt hat, nicht genau erklären können, weil das alles noch wohl jetzt hier auch Prototyp ist und so. Und ja, eben. Sie hat gesagt, dass es noch nicht fertig entwickelt und deshalb ist er auch noch in dem Glasding drin. Ja. So. Also dieses Visual-Zeug soll noch kommen, aber ist noch nicht komplett ausgereift und deshalb war der auch nicht zu Demo-Zwecken verfügbar. Hätte also mich, der stand nur ja. so da. Hätte mich aber immer interessiert, irgendwie so. Aber ich hätte auch gerne mal dran umgedreht so und ja. Haben wir nicht auch gleich gesagt, pack was in den Glaskasten und es sieht sofort interessanter genau, aus? Ja. Also, da war irgendwas in dem Glaskasten und wir haben gleich so geschaut, so, oh, was ist das? Ein quietschgelber Synthesizer in einem Glaskasten, das kann ja. Ja, ja, eben. Also, interessant war es sofort. Ist es auch geblieben, ja. Nachdem wir ausgecheckt haben, was es ist. Aber ja, mal noch gespannt abwarten, was ja. da noch kommt. Kann vielleicht noch eine Weile gehen, bis da wirklich dann mal was auch rauskommt. Ende des Jahres haben sie gesagt, oder? Ja, stimmt. Was haben wir hier? Ah ja, das sind diese neuen Ultra... Ah nein, das waren die, das sind auch die DIY-Kits. Sehen zum Teil gar nicht mal so übel aus. Die haben so eine Amp-Distortion und so Sachen. Alles mögliche, auch VCOs, glaube ich. VCF. Mhm. Das sind aber, wenn ich recht gesehen habe, Amis und deshalb ein bisschen blöd hier in Europa zu beschaffen. Die DIY-Kits so. Aber ja. Eigentlich immer ein Blick wert. Pittsburgh war auch schön. Mhm. Bisschen schade, dass sie ihre Patchkabel nicht rausgerückt haben, weil die so schön aussehen. Ja. Und so viele davon rumliegen hatten und dann nicht mal eins hergeben wollten, das war ein bisschen gemein. Die Schweine. Ja, aber... Auch ein netter Stand auf jeden Fall, ja. Dafür gab es dann Reason. Der neue beste Freund Reason. Ich hab's so gefeiert. Music Thing Modular war auch super cool. Dieses Coil oder eben diese Elektrospule-Modul, was man da jetzt irgendwie erwerben kann, das hat ja diese... Ah ja, das habe ich auf Video, das sehen wir jetzt gleich hier. Genau. Genau, ist wie so ein Gitarren... Abnehmer. Genau, ist das, ne? Da könnte man dann auch mal wahrscheinlich den Soundog kurz einspielen von dem Video. Ja. Genau, es ist im Prinzip wie, also von der Funktion wie ein Abnehmer von der E-Gitarre, kann man sich aber theoretisch auch aus einem Kupferdraht selber wickeln irgendwie für ein paar Euro. Und dadurch kann man dann elektromagnetische Felder abhören. Also das kann man jetzt ins Modularsystem integrieren, über diesen Verstärker, den wir gebaut haben. Hat so dasselbe Prinzip wie der IAS, das ist dasselbe mit Kontaktmikrofon. Haben die schon seit einer Weile okay. Und jetzt haben sie wohl auch dieses Coil, also ich denke mal, es wird irgendwas mit Coil oder so, weil Coil ist der Fachbegriff dafür. Waren die das auch mit diesem Uran? Nee, das ist Error-Instrument, das okay. Waren die mit diesen Spikes. Ah, okay, alles genau. Klar. Und die haben auch einen Gameboy, wo wir es vorhin davon, wo ich gemeint habe, modularer Gameboy. Die haben einen Gameboy in ein Modularsystem integriert. So. Ah, okay. Aber einen richtigen Gameboy von Nintendo. Okay. Ja, ja. Ja, aber das ist jetzt auch eher mehr so experimentell. Ne? Das, ja, da, also da kriegst du ziemlich krasse Drone-Sounds halt raus, ja. Wobei Music Modular, also Music Thing Modular, hat ja alles mögliche instrumentelle Aussicht. Mhm. Also da habe ich bis heute noch ein Auge auf den Spring Reverb, den wir haben, also auch mit so einer Feder hinten drin. Mhm. Das ist ein kleines DIY-Kit, was knappe 100 Euro kosten soll, aber der ist überall ausverkauft, weil der klingt einfach super geil. So. Also, okay. Der hat einfach einen mördermäßigen Sound für wenig Geld. Für einen Huni ist das geil. Genau, stimmt, die hatten ja auch noch dieses Tape-Ding. Mit dem Tape, genau, das ist einfach quasi ein Kopf von einem Kassettenrekorder quasi, ne? Ja. Und da hat er so ein paar Tape-Bahnen, die man hier aufgeklebt sieht und die er dann einfach abfährt. So, ne? Ja. Ja. Kann man auch nochmal vielleicht einen Sound einblenden, wenn man das jetzt sieht. Genau. Und ja, wenn man das rauskommt. Habe ich schon mal gesehen, die Idee, aber das ist das jetzt dann auch als ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ist nichts Neues, glaube ich. Jetzt halt nur halt da als Modular irgendwann mal. Ich habe es eben nur als DIY-Dinger gesehen, dass sie das jetzt halt wirklich rausbringen wollen, so in Massenfertigung. Ist halt nochmal was anderes. Hm. Sonic Potions auch ganz cool, wobei man da irgendwie sich zu Tode wartet, so. Also der Typ kommt wohl nicht so richtig in die Gänge. Die
kriegen jetzt so nach und nach die kleinen Dinger auf die Reihe. Also den Penrose habe ich mir schon selber gebaut, mit dem bin ich auch ziemlich glücklich. Also ein sehr schneller Quantizer. Mhm. Soll wohl auch schneller sein wie zum Beispiel die Döpfergeräte im Gegensatz dazu. Ja, die haben jetzt dann, also hat man da auch schon gesehen, diesen Dual-Oszillator, was da jetzt noch rauskommen soll, und ich glaube noch irgendwie ein anderes Modul, was auch noch nicht fertig ist, aber rauskommen soll. Das ist es halt. Also die sehen interessant aus, aber man hat noch keine Ahnung, wann die endlich mal überhaupt auf den Markt kommen. Okay, krass. Schickes Design und auch von der Idee, glaube ich, nicht schlecht. Naja, ADDC. Ach, da hat er ein schönes Tape Delay. Genau. Einmal drauf gehalten. Ja. Weiter. Das war die Novation. Novation, genau. Die waren ja so mit einem ganz mysteriösen Stand da. Großen Raum, ja. Die hatten ja neu vorgestellt den Peak. Mhm. War aber auch überall unmöglich irgendwie dran zu kommen, irgendwie so. Da sind die Leute Schlange gestanden. Schlange gestanden, genau. Und im Foyer stand mal einer rum, aber halt ohne Klaviatur und ohne Sequenzer und nichts. Ja. So, da konnte ich dann auch nichts rausholen. Leider hätte ich gerne mal getestet. Irgendwie soll ja so ein analog-digitaler Verschnitt sein. Ich glaube, nee, ganz ist komplett digital. Nee, ich glaube, der ist schon analog, aber der hat auf jeden Fall mehrere Stimmen. Irgendwie digitale Stimmen und analoger Filter oder so irgendwas, ich weiß gar nicht mehr. Kann man auch online alles nachschauen, eben, genau, ja. Hier, wen jetzt die Details interessieren zu den einzelnen genau. Geräten. Die Drum Machine gab es noch, die neue. Das ist keine Drum Machine, habe ich jetzt selber auch falsch gehört, sondern das ist quasi wie eine Bass Station, also Bass Station 2 ja. Sozusagen. Nur ohne Klaviatur, sondern mit dem Novation Circuit einfach dran, quasi mit dem Step Sequencer. Auch keine schlechte Idee. Und kann man wohl irgendwie Paraphon benutzen, dass man quasi dann beide Oszillatoren so getrennt mit zwei Sequenzern ansteuern kann. Cool. Ja, wohl irgendwie, fand ich jetzt auch nicht schlecht, irgendwie muss man selber wissen, ob jetzt da nicht eine Bass Station 2 für einen mehr Sinn macht oder jetzt irgendwie beides macht wahrscheinlich, glaube ich, wenig Sinn, eins von beiden, ja. Ja, für mich jemand wie mich so hier, ein Sequencer ist immer interessanter, wie halt Tasten dran zu haben. Ja, naja. Was genug gesehen. Hier, R und K. Ah ja, das war dieses intelligente MIDI-Kabel, was auch immer. Genau, intelligentes MIDI-Kabel für irgendwie die Volkas. Also alle, die irgendwie mit Volkas irgendwie arbeiten, ist das wohl interessant. Da war noch irgendwas. Und dann war noch diese kleinen Mixer, irgendwie so Selbstbau-Kit. Irgendwie genau. 20, 25 Euro oder so. Ich glaube, für unterwegs ist das vielleicht was ich mir vielleicht auch nochmal besorgen würde oder vielleicht mich auch mal dran wagen Passiver würde. Passiver Mixer ist mal cool. Ja. Und was hatten die noch? Ach genau, diesen MIDI-Hub, der quasi selbstständig erkennt, wie viele Inputs und wie viele Outputs wohl dran sind. So, dass du quasi, ja, also es ist egal, welches du als Input benutzt, weil der dann sofort erkennt, hier kommt Signal rein und dann wandelt der sofort alles andere, also gibt das Signal dann an alle anderen Outputs dann. Man kann ihn wohl auch als Merger benutzen, dass man quasi auch zwei Inputs haben kann und dann irgendwie die auf mehrere Outs oder so. Das wäre natürlich spannend, weil sowas könnte ich mir auch noch vorstellen, dass ich irgendwie, wenn ich mit mehreren Sequenzern arbeite und die dann noch auf zwei, drei Geräte verteilen will oder so, aber dann noch merchen will zwischendrin, da kann man sich Geld sparen, glaube ich, weil so Mercher-Kisten kosten da, glaube ich, sonst auch irgendwie einen Haufen Geld bei den anderen Herstellern so. Nö, also ich finde, schon allein vom Design her sieht es schick aus, es ist kompakt, schön gemacht, eine gute Idee, also ist auf jeden Fall was man im Auge behalten kann, so. Ja, wie sind die R-Retro? RK. RK, ja. Wenigstens das, was war das? Ah ja, das war dieses ganz seltsame Rack und das sah irgendwie aus wie, als ob man da so C64 Commodore-Disketten irgendwo reingeschoben hätte oder so. Auch vom Sequencer her sah Nerds das dann auch sind, so. Ja, ganz komisch. War irgendwie kein Mensch da, der uns was erklären konnte, glaube ich. Die wollen nichts verkaufen? Ich glaube auch nicht. Aber ich würde mir es trotzdem mal irgendwie online mal vielleicht mal angucken, was das ist, weil es sieht spannend aus. Sieht aus wie so ein Multitracker.
Was war das für ein Stand? Ich kann es nicht erkennen, das ist auf dem Kopf. Das ist auf dem Kopf, ja, das ist natürlich ganz blöd. Aber ich glaube, da ging es eher um die Cases. Eloquencer steht. Ah ja, stimmt, da gab es diesen einen Step-Sequencer, den man da in beiden Racks sieht. Ja. Und sonst nebendran war noch jemand, der eigentlich nur die Cases da gebaut hat, hier ja, diesen Koffer. Aber den Step-Sequencer habe ich mir jetzt auch nicht groß angeschaut. So an die Workshops, glaube ich. Ah ja, genau, da sind wir in so einen Workshop reingelaufen. Genau, da haben die schön gelötet. Ja. Da waren, glaube ich, auch so ein, zwei Bastelmenschen noch irgendwo. Ja, genau, das war gerade ein Bastelworkshop, glaube ich. Ja, eben. Also die meisten haben Bastelinstruments-Sachen gemacht. Ja, schon. Das wollte ich dir eigentlich noch fragen, ob die es überhaupt wissen, was das heißt auf Deutsch. Weil die sind ja keine Deutschen. Stimmt, ja, Tschechen, aber vielleicht ist es ein ähnliches Wort, genau. Kann gut sein. Nord. Nord war jetzt nichts Berauschendes. War auch nichts, irgendwie, was jetzt irgendwie einen umgehauen hätte, vom Stand her. Kennt man ja eben alles so. Ja. War auch nur so zwischen Tür und Angel. Ja. Das war, glaube ich, hier der Yamaha-Boost. Ja, ja, ja. Yamaha war ja mega krass. Das war ein cooler Raum, irgendwie hier mit Bühne, und wir kamen gerade rein, das sieht man da auch irgendwie, genau, mit irgend so einem Live-Musiker, der irgendwie so ein bisschen halt ja Fokus auf die Reface-Geschichte da so hatte, ja, ein bisschen so performt hatte. Und ich muss sagen, ich war dann auch echt überfordert, da standen so viele Gerätschaften rum, irgendwie so eine Workstations, ja, wo ich mich jetzt auch nicht wirklich auskenne. Mit Workstations bin ich jetzt nicht so fit. Ja, nicht nur die Workstations auch, also das sind meistens nur ja, so richtige Klavier-Synthesizer halt dran gewesen. Da so stand ja ein Flügel auch, ne? Ja, sogar, ne? Ja, so in die Richtung, also alles, was eher so auf Piano-Sachen ausgelegt, ja, ist, so weniger jetzt was für mich, wo sagt, ich fange jetzt erstmal mit einer puren Square Wave an oder so. Ja, genau. Ich hab ja selber den Dings, den Yamaha DX Reface. Und den fand ich ja ganz schick. So, der ist hier auch, ich sag mal so, wer einen Mikrocork kennt, der oder mag, der wird auch das mögen, so irgendwie von der Form her, sogar mit einem eingebauten Lautsprecher sogar noch. Oh ja, cool. Auch battery powered und so, also für unterwegs auch ganz nett. Cool. Und sogar also auch relativ, also jetzt hier ist kein Plastikspielzeug oder so. Ich finde diese Volca-Dinger sind manchmal so ein bisschen so, ne, Plastik und so. Ganz aber genau. Der ist echt gut verarbeitet, so. Ja. Okay. Der stand mal, ja, an diesem Mörder. Ja, das Riesentest. Ja. Oh, Jesus. Das war ein Hammerteil, ja. Da bräuchte ich erstmal eine neue Bude. Da bräuchte ich auch neues Wesen dafür, glaube ich, erstmal, ja. Wüsste ich gar nicht, wo ich es hinstellen soll. Dann geht's weiter. Sündwerk. Das ist dieser Moog-Verschnitt. Genau. Ja. Sah schön aus, aber hat man da groß was gehört? Ich weiß es gar nicht. Die haben ein bisschen was, ich weiß gar nicht, ob man das Audio dann ein bisschen hört jetzt hier, aber wir sind da einfach auch nur kurz davor stehen geblieben und haben ein bisschen uns die Augen aus dem Kopf fallen lassen. Roland waren wir, genau. Roland. Genau, da liegt den XA und den XI mal ein bisschen bespielt, so wollte ich einfach mal hören für mich selber so. Den, das sieht man, glaube ich, jetzt im nächsten Video. Machen wir mal weiter. Das ist der Roland System 8. Hatte ich jetzt irgendwie sonst nur irgendwie mal so Gerüchte gehört, dass es vielleicht mal geben soll, dass die den Jupiter 8 mal oder so auch irgendwie nochmal als Plug-out machen. Aber jetzt habe ich es dann zum ersten Mal gesehen. So, ja. Ach, oder? Ja, das war mein Highlight. Der kleine Astronautentest. Ich glaube, da habe ich auch nochmal extra ein Video. Oh, gibt es da sogar ein Video davon, mal, wie ich, ja, in diesem Ding drin hänge? Lustig. Ja. Unser, ja, Astronaut. Oh ja. Die gute Frau hatte immer so viel Angst um meine Haare. Okay, jetzt sehe ich aber auch, dass es ein bisschen knapper aussieht. Aber es war lustig. Hat Spaß gemacht. Ja, das war ganz nett, irgendwie halt ganz rings um Roland, da war ja alles hier so Astronauten. Ja, ja, genau. Mäßig und NASA und, ja, was weiß ich. Und das hat man ja auch. Da hast du, glaube ich, gar nicht mitgekriegt, dass dieser Astronautentrainer, dass da noch so Trigger dran waren. Die haben dann noch ja, doch, die haben Sound dann gemacht, ja. Der hat dann noch irgendwas getriggert. Da war so ein kleines Modularsystem an der Seite, aber das hat, genau, man kaum gehört, beziehungsweise. Ja. Ah, hier sieht man es nochmal, genau. Ja. Es war nicht so auffällig, aber ja. Polyvox.
Oh ja. Das war ja witzig irgendwie auf jeden Fall. Der fand ich sehr cool. Der fand mich netter Typ irgendwie, der fand meine Haare, glaube ich, witzig einfach nur. Ja, ja, ja. Der hat gemeint, das Grün passt zu ihrem Logo. Ja. Also hätte mir gerne so einen Teil mitgeben können dafür, weil ja. Finde ich richtig geil. Also hätte ich auch gerne einen zu Hause. So. Und das ist, glaube ich, der Nachbau von diesem alten Polyvox, ne? Ja, ja. Geiler, dreckiger Sound so. Da ein bisschen damit dran rumgespielt. Was natürlich halt irre ist, ist die kyrillische Beschriftung. Eben, ja. Auf der Rückseite ist wohl eine Übersetzung. Ich kann mir vorstellen, wenn man so ein Ding zu Hause hat, dann hat man das auch schnell raus, was was ist so. Irgendwann aber das erste Mal dran ist es blöd, ja. Was war da? Noch mehr Mook? Nee, das ist kein Mook. Ah, das war hier der Schmidt. Ah, genau, diese Schmidt-Dinger. Ja, diese ultra teuren, was ist klar, 20.000 Euro ja, ja. Dinger irgendwie. Das war auch in der Moog-Ecke. Das war bei Moog, genau. War auch schön, aber eben nichts Neues so. Ja. Also nichts, was man nicht schon mal gesehen hat. Hat man schon, genau, ja. Hier vom Sub 37, Sub Fetti, Moog, Mother. Mother, genau. Mini Moog, alles. Model D ist das war irgendwie, genau. Das war. Noch mehr. Nee. Waren auch alle Leute busy und dann war gerade hier noch Cocoon Music hat hier noch sein Video gedreht und dementsprechend war da auch gerade irgendwie Action und. RME war da noch, stimmt. Die Interface ist da genau, genau. Ja, nichts Neues, aber auf jeden Fall die Marke finde ich auch super. Doch, stimmt, die hatten was Neues. Also Interfaces, die ich so noch nicht gesehen habe. Also ich glaube, das sind einfach nur neuere Modelle von den alten Interfaces so, also von der Größe und so alles her. Ich konnte es mir leider nicht richtig anschauen, aber werde ich vielleicht auch nochmal irgendwie nachforschen, richtig nochmal auf die Internetseite gehen oder so und da nochmal genau nachgucken. Aber RME lohnt sich auf jeden Fall immer, wenn man ein Interface haben möchte, was wirklich gut klingt. Kommt man da fast nicht dran vorbei. Gehen wir zum nächsten. Tekla war auch halt hier so Studio Mastering Software, nicht Software, Hardware. Auch irgendwas, was jetzt weniger für uns wirklich ja. Interessant ist, sage ich mal so. Es sah imposant aus auf jeden Fall. Es ist sehr eindrucksvoll vom Look her, aber nichts, was wir uns irgendwo leisten könnten. Ja. Modal auch, ja, schön vom Look her. Ah, das waren ja, die hier mit diesem Motor oder wie der noch hieß, war? Ja, ja, genau. Kommt der nochmal irgendwo? Ne, das war der, unten hat man den nochmal gesehen, in weiß war, ne? War ja. Das der? Ja. Genau, unten war der in weiß und ich fand den Euro-Rack-Filter, den die hatten von Motor, die hatten einen Formant-Filter, der sehr, sehr sauber klang. Aber der war noch nicht hundertprozentig fertig. Also da waren wohl irgendwie ein paar Knöpfe dran, die keine Funktion hatten bis jetzt. Oh. Also der hat halt zu mir gesagt, das ist ein Prototyp und der ist noch nicht ganz ausgereift. Aber ja, hier dieses Teil fand ich auch echt schick. Das ist immer genau beim nächsten Video. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der Stand war an der Sitze. Ich kann mich leider auch nicht mehr ganz an die Marke erinnern, wie die heißen. Aber ich habe lustigerweise gerade einen Tag später ein Gewinnspiel gesehen im Internet, wo man so ein Teil gewinnen konnte, wo ich dann natürlich auch gleich teilnehmen musste. Ach ja? Ja, gewonnen habe ich es natürlich nicht, wenn ich mich recht entsinne, aber ich fand das super cool so von der Idee her. Es war zwar nicht richtig DIY, auch wenn es so danach aussieht, dass es nur so zusammenstecken, das ist schon alles vorgelötet. Genau. Und dann hast du so einen kleinen Synthi, der irgendwie monophon ist, aber auch Shorts abspielen kann, ja, also irgendwie kann der Akkorde. So, ja. Gibt dann auch ein Interface dazu, dass man digital alles steuern kann, aber genauso auch einfach analog an den Knöpfen drehen, das hat dann den gleichen Effekt. Ja, fand ich mal nicht schlecht und der war, ich weiß nicht, preislich, haben wir es noch auf den? Ja, der war ultra günstig, glaube ich. Irgendwie so 79 Euro oder so irgendwas, also ne? Also keine 100 Euro, denke ich mal, dafür sah der echt spannend dafür, aus. Ja, finde so. Ich den spannend. So ein Einsteiger-Ding. Müsst ihr jetzt nochmal, ich würde sagen, wir blenden das jetzt einfach ein, wie der heißt. Ich habe den Namen jetzt nicht hier. Und auch die kann man nachforschen, ja. Kann man nachforschen, habe ich auch eine Karte, glaube ich, nochmal eingesteckt. Blenden wir einfach ein. Dann waren wir bei MFB. Ja, da war jetzt auch nichts großartig Neues.
Dominion Club war wohl irgendwie, glaube ich, ein neuer. Schaue ich jetzt gerade, was jetzt war hier bei denen. Genau, der Dominion Club. Und der neue Nano-Zwerg Pro, genau. Also der halt jetzt modular ist. Ja. Ich fand den Nano-Zwerg immer ganz cool so. Ich hatte den ja eine Zeit lang selber zu Hause. Der hat auch immer schön rotzige Sounds hergegeben so. Mhm. Aber irgendwann habe ich halt gemerkt, dass ich den eigentlich fast nicht mehr benutze, als mein Modularsystem größer wurde und so weiter. Ja. Dann hat der sozusagen einfach ausgedient. Hat er ausgedient, der Logo. Und ich habe den dann auch verkauft an jemand, der sehr, sehr glücklich war. Also der hatte ein sehr breites Grinsen, als er damit rausgelaufen ist. Aber ich denke mal, es lag auch einfach, weil ich dem einen ganz guten Preis gemacht habe, weil die Teile ja nicht mehr hergestellt werden und ich gesehen habe, die werden für über 200 Euro verkauft, was halt nicht mal der Originalpreis war. Damals. Ja. Krass. Die werden jetzt teurer verkauft wie damals. Ja, ja, gibt es ja manchmal, ja, wenn was gesucht ist, so, ne? Ja, eben. Wenn es irgendwie eine spezielle Eigenschaft oder irgendwas hatte. Ich habe den halt für denselben Preis verkauft, wie ich ihn damals auch gekauft habe und deshalb dachte ich, das ist ein fairer Deal so und der war auch sehr glücklich. Ich kann ihn empfehlen, so gerade jetzt, wo er modular ist, hat er wahrscheinlich noch ein paar extra Funktionen vielleicht, wobei der ja vorher schon semi-modular war. Der hatte ja schon vorher CV und Gate und alles mögliche, LFO, Out und so Zeugs. Was ich jetzt von dem Dominion Club gesehen habe, so, ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur die Mini-Version ist von dem Dominion One, so, keine Ahnung. Oder Dominion X gibt es ja auch noch, diesen großen war, der sagt, aber war vom Sound jetzt gar nicht mal so schlecht, aber selber probiert habe ich ihn nicht, weil aber auch viel los am Stand war. Da sind wir auch gleich wieder weiter. Eben. Was war dann noch? Tanzmaus, Tanzbär und so weiter. Was man halt so kennt von MFB, ne? Kannte Sachen, klar. Ja, Rossum hier auch dieser ultra krasse Morpheus-Filter hier mit diesem Kubus, also der hat ein kleines Display, in dem man wohl in jede Ecke des Würfels einen bestimmten Filtertyp einsetzen kann. Ja. Und dann gibt es wohl eine Morphing-Funktion, dass man zwischen den Ecken dann hin und her wandern kann und dann morpht man wohl zwischen diesen Filtern hin und her. Ich habe es leider nicht geschafft, den dort zu hören, aber er sieht auf jeden Fall super gut aus, aber genauso wie er aussieht, ist er auch vom Preislichen her. Also der ist wohl auch nicht besonders billig, leider. Aber auf jeden Fall ein interessantes Gerät. Expert Sleepers habe ich mir zwar auch jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber gehört, klar, die haben im Prinzip eigentlich auch nicht so viel. Da war ich dann eher bei Endorphins drüben. Dran, ne? Genau, also mit denen war es schön, nochmal ein bisschen zu quatschen. Also Endorphins ist einfach so eine meiner Favorite-Marken, sage ich jetzt mal so, was modular angeht. Wobei Expert Sleepers jetzt auch gerade, komme ich ein bisschen dahinter, so was die jetzt so gemacht haben. Und dieses Disting ist einfach umfangreich ohne Ende. Aber jetzt, wo ich das Teil verstanden habe, bin ich sehr glücklich damit und habe mir schon fast überlegt, noch mindestens ein zweites zu holen. Okay. Ja, also es ist halt, das Disting ist ein 16-in-1 Gerät, also da hast du von einem Phaser bis zu einem Delay, sonst was. Kann aber auch ein Oszillator sein, also du kannst es einfach umschalten, wie du willst. Krass. Und eben deshalb, weil es so vielseitig ist, kannst du davon mindestens zwei oder drei ohne Bedenken in dein Modularsystem packen und sogar eine SD-Karte auch mit Sample-Playback und auch MIDI-Playback drauf. Also du kannst da MIDI-Files auf deine SD-Karte machen, die dann von dem Modul abgefeuert werden als CV- oder Gate-Signale. Also beides Top-Marken, die man auf jeden Fall mal auschecken sollte. So Endorphins eben mit ihrem krassen Oszillator, der sehr, sehr eigen klingt, mit Buchla-Design, sage ich jetzt mal so, ist alles so West Coast eben, inspiriert, mit aber extra Wave-Shaping-Sektion noch mit dabei, also da bekommt man was für sein Geld. Ja, sah auf jeden Fall nett aus, ja. Die waren auch cool, eben so digitales Ding. Sah schön trippy aus, so eine Mischung aus einem Step-Sequencer und einem Effektgerät, wobei man wohl da irgendwie auch, da das alles digital ist, die Software irgendwie hin und her spielen kann. Also von den Modulen jetzt oder? Ja. Auch nicht nur von den Modulen, auch von den Geräten da. Ja, okay. Das eine war wohl ein Aggregator, war? Ja, genau. Ja. Das linke.
Und das rechte habe ich jetzt irgendwie gar nicht auf dem Schirm gehabt. Das, das rechte war ein Effektgerät. Da hast du so Delay und so Spaß. Ah ja, genau, gehabt, genau. Das, eine String, das war eine Stringmaschine, steht hier. Ah, ah, stimmt ja. Okay. Ach genau, da waren wir noch in der Dings hier. Performance. Performance. Ja, das war eben mit diesem Endorphin Shuttle. War mal schön, dieses komplette Ding zu sehen. Der andere hatte einen Moog. Was für einer war das genau? Habe ich jetzt aber nicht genau gesehen, weiß ich nicht. Nicht ganz sicher, aber waren beide vom Sound her ganz schön. War eben so Live-Improvisationsmusik. Genau. So hat man gemerkt, dass es eben zum Teil, ja, nicht genau wissen, was sie da tun, aber war interessant. Wir haben jetzt nicht ewig. Nicht unsere Mucke so, ne? Aber genau. Haben wir gesagt, komm, wir haben jetzt irgendwie. Mal schauen. Es gab ja hier auf der Messe, vielleicht sieht man das auch nochmal, das waren hier die. Volles Programm. Das Programm nur vom Samstag ist es jetzt. Das war jetzt nur, was am Samstag los war. Genau. Von 10 Uhr bis 0.30 Uhr, na wohl, ich glaube ab. Ab 7 oder so war, glaube ich, dann die Messe geschlossen. Da gab es dann, glaube ich, nur noch die Events oder so. Ja. Aber halt hier, ich zähle das jetzt mal nicht nach, wie viele Punkte das jetzt sind. Jedenfalls haben wir gesagt, wenn wir gerade irgendwo reinstolpern, dann stolpern wir irgendwo rein, dann ist es okay. Ja. Aber wir verbringen unsere Zeit nicht da irgendwie, um den Leuten beim Musikmachen zuzugucken, weil das wir wollen irgendwie ein bisschen hier die Equipment erstmal angucken und so. Natürlich. Und wenn wir mal gerade irgendwie 5 Minuten erstmal auf den Arsch setzen wollen, dann gehen wir mal wo rein. Ja, ich wollte gerade sagen, das war so ein schönes Pausending so, mal kurz mal durchzuatmen, weil es war auch echt anstrengend da, die ganze Zeit sich zwischen den Leuten da durchzu quetschen. Ja, war auch. Wir haben auch keine Workshops mitgemacht, da gab es dann noch die Optionen irgendwie da. Wie gesagt, das ging ja von Donnerstag oder Freitag bis Samstag. Donnerstag bis Samstag. Ja. Also wenn man da jetzt wirklich sagt, man will jetzt alles mitnehmen, alle Workshops und so und alle, da muss man wirklich auch echt dann, glaube ich, das komplette Ding mitnehmen. Aber für einen Tag, wir waren ja dann auch echt ziemlich im Eimer dann. Ich weiß gar nicht, wann wir gegangen sind. Auf jeden Fall taten die Füße weh so. Ja, eben. Also war schon happig. Ja. So, nochmal Motor. Genau, Motor hatten wir vorhin jetzt gerade dieses eine Video schon gesehen. Das hier nochmal die kleineren Kisten. Ja, da ist der Filter eben auch dabei, wo ich erwähnt hatte vorhin schon. Polyend, das war dieser Sequencer. Ah ja. Genau, da habe ich auch irgendwie hier noch was mitgenommen. Ach, ich blicke jetzt hier gar nicht mehr durch. Sieht halt voll stark aus. Er halt irgendwie mehrere Spuren so. Sehr, was ich, also erinnert mich ein bisschen an den von Yamaha, hatte ich doch mal hier, wie hieß der nochmal, dieser Yamaha? Verdammte Axt. Sehr, ja, dann haben wir es eigentlich. Ja. Das waren die Videos. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu ausführlich, aber wir dachten so, wir haben jetzt nicht von allen Ständen ein Video gemacht, aber halt da, wo wir mal stehen geblieben sind, da habe ich mal die Kamera drauf gehalten. Und einfach mal jetzt einen umfangreichen Einblick, was da gab, so irgendwie, ne? Also, wie gesagt, so Ups und Downs, gut und schlecht. Ich war überrascht, dass es halt so viel modular war. Irgendwie, ich werde mir immer noch nicht irgendwie modulare Game hier einsteigen, so ist immer noch nicht meins aus mehreren Gründen. Und von dem her hätte ich jetzt irgendwie. Mir, ich weiß nicht, war überrascht, dass halt einige Marken auch gar nicht vertreten waren. So. Mhm. Oder hier, ich glaube, Casio war gar nicht da. Nee. Denn Dave Smith Instruments war auch nicht da. Und bestimmt auch noch einige andere, die mir jetzt gerade nicht einfallen, so, aber es waren auf jeden Fall einige Marken halt nicht da, mit denen man so vielleicht gerechnet hätte. Ja, klar. Ne? Und ein bisschen enttäuscht war ich zum Beispiel auch vom Behringer Stand. Also abgebaut schon. Wir waren am Samstag. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir da waren. Es war vielleicht war es schon 16 Uhr oder sowas. Ne? Ja, aber 16 Uhr ist immer. Aber es war halt mitten am Tag von der Messe. Wir haben da Eintritt bezahlt für, was war da, ich glaube, Eintritt war 30, 35 Euro. Das war ja auch nicht so billig. Ne? Und wir gehen zum Behringer Stand und es steht nur noch ein DeepMind 6 da irgendwie. Und ansonsten hier diesen Model D Copy-Dings irgendwie. Nix, alles abgebaut schon. Und ich glaube, Arturia auch. Ja. Also ich habe
Das Arturia war noch ganz klein, ich glaube, die waren irgendwo da. Das muss da irgendwo die Ecke gewesen sein, aber die hatten halt irgendwie, was hatten die ausgestellt, hier Black Edition von dem Beatstep und so weiter, halt irgendwie, ne, in Schwarz mit ein bisschen mehr Kabel und so Kram. Aber den Matrix-Brut habe ich gar nicht gesehen. Entweder war der auch schon wieder weg oder so. Das fand ich ein bisschen Panne, so, wo ich denke, naja, so, hey Leute, also Samstag, da kann man noch irgendwie noch wenigstens bis zum Ende noch durchhalten, Leute, oder? Also eigentlich, ich weiß ja nicht. Ja, war ein bisschen schade. Das war ein bisschen schade. Ansonsten, ja, hätte ich mir vielleicht noch mehr Überraschungen so gewünscht, vielleicht irgendwie, wo ich denke, so, wow, krass, irgendwie hier gibt ja auch etliche. Man hat jetzt ja gesehen, hier Roli C-Board oder dieses Harkun Continuum Board oder so, ja, so Eingabegeräte. So wie hier diese Pop-Analog oder was wir da gesehen haben, ganz am Anfang. Sowas hätte mich noch ein bisschen mehr gereizt. Mhm. Irgendwie. Sequenzer waren gut da, das fand ich schön. Modular war natürlich die Masse. Korkstand hat man keine Videos, fällt mir gerade auf. Irgendwie da, ja, da war, glaube ich, nur das Einzige, was mich jetzt irgendwie ein bisschen überrascht hatte, dieser Mikrokork S, so ein weißer irgendwie. Scheint wohl stinknormaler Mikrokork zu sein, mit ein bisschen mehr Speichermöglichkeiten wohl. Ja, die haben ein paar Sachen jetzt nochmal neu, einfach nur in Weiß rausgebracht. Ah, okay. MS-20 auch. Echt, ja? Okay. Einfach nur in Weiß. Und mehr nicht. Wenn man es braucht, naja. Ja. Elektronen-Boost waren wir auch noch gewesen, da haben wir auch kein Video gemacht. Irgendwie. Nee, da war auch zu voll. Da war auch die Hölle los irgendwie, ne? Und ganz genau. Ich glaube, die Vorstellung war hier dieser Digitakt, was quasi nur eine Sample-Maschine ist, ne? Ganz genau. So ein bisschen MPC. Sieht nicht so interessant aus. Fand ich für mich jetzt auch nicht so spannend. Hexenwerter habe ich vermisst. So. Hexenwerter. Hexenwerter kann ich gar nicht. Auch Module eben aus Kanada, die wollen jetzt aber, soviel ich weiß, im Sommer nach Berlin ziehen auch. Okay. Und ja, die haben ziemlich coole Drums auf jeden Fall. Also meine gesamten Drums, die ich eben habe, sind von Hexenwerter, so Mutant Kick, Mutant Snare. Und sie sind jetzt auch gerade wieder dabei und haben ein paar neue Sachen rausgebracht. Eben vor kurzem haben die einen neuen Filter rausgebracht, der jetzt schon seit einer Weile zu haben ist. Jetzt gibt es seit ein paar Tagen einen Noise-Oszillator, der aber mit Volt per Octave ansteuerbar ist. Also man kann das Noise in verschiedenen Tonhöhen dann irgendwie anspielen. Okay. Mhm. Und dann wollen die wohl noch was rausbringen, wo bis jetzt immer noch Mysterium drum gemacht wird. So. Also man hat nur so ein kleines Teil vom Panel gesehen, aber man weiß noch nicht, was das überhaupt ist. So. Also okay, überhaupt irgendwie ein Oszillator ist oder nur ein Effektgerät, ich habe keine Ahnung. Aber sowas. Und die waren gar nicht vertreten? Die waren gar nicht da. Okay. Also ich habe die gar nicht gesehen zumindest. Okay. Wobei, man muss jetzt auch dazu sagen, das war jetzt das zweite Mal, dass die Messe stattgefunden hat. Mhm. Ich weiß nicht, wie groß die erste war und was also da war. Die war schon auch ziemlich gehypt. Also, ja, ja. Und mal gucken, kann ja, also nachdem jetzt halt die gängigen Marken da irgendwie jetzt, auch groß aufgefahren sind, so, also jetzt hier, wenn es jetzt nur Roland ist oder so, mal schauen. Also ich denke, so unterm Strich nächstes Jahr wieder hingehen. Ich denke schon, ja. Ich denke auch, vielleicht auch nur einen Tag. Ja, also drei aber, Tage ist zu viel auf jeden Fall. Also auch zu teuer, ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Also mir ist es an euch zu teuer. Ein Tag reicht mir so ein bisschen rumzugucken so und ja, ich hatte meine Aha-Momente, wo ich gesagt habe, so ja, hey, ja, war eben ganz nett und so. Ja. Ich habe Astronautentraining gemacht. Hey. Oh ja. Ja. Okay. Jo, das war es einfach jetzt erstmal so, würde ich sagen. Danke an alle, die so lange durchgehalten haben. Falls noch irgendwelche Fragen sind, immer gerne unten genau reinschreiben oder gerne uns auch persönlich anhauen, wie auch immer es euch lieber ist. Genau. Sind auf Facebook zu erreichen, blenden wir ein oder sind willkommen, ist unten in der Beschreibung. Und bis demnächst. Ciao, ciao. Bye.